Moin Moin und hallo zu wieder mal einer weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Und du? Du ich bist? Jetzt? Ja, bitte. Ich bin der Uke. Du? Hallo Gregor, danke, dass ich hier sein darf heute. Ja, gern geschehen, Uke. Danke, Gregor. Ja, nicht, also du bist natürlich nicht gewohnt hier, wie unser normaler Start in den Podcast sozusagen ist. Dementsprechend hast du nicht gleich darauf reagiert, trotz meiner dezenten Geste in deine Richtung hin. Ja, ich komme auch so selten aus dem Keller hoch. Deshalb, ja. Ich finde es total schön hier bei euch oben. Ja, und deshalb... Licht. Deshalb machen wir heute auch diesen Podcast hier sozusagen als Resozialisierungsmaßnahme für den werten Uke, der normalerweise eher selten sich hier rauftraut ins Erdgeschoss. Hier sind sogar Menschen. Menschen mit Gesichtern und Gefühlen. Und Namen. Ich war total überrascht. Toll hier oben bei euch. Total, ja, es ist sehr schön. Aber keine Angst, also sobald wir hier fertig sind, in einem Stündchen oder so, dann darfst du wieder runter in deinen Keller. Das ist gut, und man soll auch nie so übertreiben mit Realität, so, das ist immer meine Masche, mein Wunsch. Dein Credo meinst du? Mein Credo, genau. Realität wird ja generell überbewertet. Wird generell sehr überbewertet. Deshalb, was ist das Thema Realität heute? Das Thema fast. Das Thema ist ein anderes, deshalb habe ich mir auch den werten Uke hergeholt, weil wir reden heute weder über komische Filme mit halbnackten Frauen, deshalb auch kein Wolf und kein Eder hier. Ich kenne nur Filme mit ganz nackten Frauen. Ja, die kennst du sowieso, aber darüber braucht man nicht reden. Die guckt man ja auch eh ohne Ton. Wie man es auch immer wie man es auch immer nimmt. Nein, aber weder den Simon und den Trant noch hier, die dann dementsprechend die ganzen Jahre vor der Konsole verbracht haben, weil heute haben wir ein dickes, fettes Computer, PC, sonst was Thema. Heute reden wir über die Spiele von dem werten Hersteller. BioWare. Nicht Bioshock, nicht Bionade, nicht BioWare. Ähnlich wie wir das die Woche vorher über Rare gemacht haben, reden wir diesmal eben über die Spiele eines des liebenwerten Spieleherstellers BioWare, die natürlich einen ganz speziellen Spiele-Output haben, die sich natürlich in den letzten Jahren als so die Rollenspielmeister so ziemlich etabliert haben. Von, ne? Ja, es gibt ja praktisch auch das geflügelte Wort oder den feststehenden Begriff, ein BioWare-Rollenspiel. Das ist schon sowas wie ein Tempotaschentuch. Stimmt, also man weiß, was drunter versteckt ist als Gamer, genau. wenn das dementsprechend mit einem BioWare-Rollenspiel dann bezeichnet wird. Und was wir heute machen wollen, dementsprechend, wir quatschen einmal kurz über die Spiele von BioWare, was an BioWare-Spielen so faszinierend, so interessant, so gut, so schlecht und so weiter dann dementsprechend ist. Und Uke, also ich hatte gehört von dir, dass du mit BioWare schon mal vorher Kontakt hattest, bevor du dann hier bei Game One angetanzt bist. Willst du dann gleich mit anfangen? Ja, ja, ich würd gleich, also damit man gleich sieht, wo man dran ist. Genau, ne? Wir sind ja hier totale Experten, wir wissen alle Bescheid. Es war 2003. 2003. Und ich war voll des jugendlichen Übermutes und dachte, so, pass mal auf, ne, gerade bei Eidos gearbeitet, dachte so, jetzt kann ich alles, ich bewerbe mich mal bei BioWare in Edmonton, die sitzen ja in Kanada, hab's mir angeguckt, 120.000 Einwohner, sehr kalt, ich dachte, na gut, für eine Weile kannst du halt ja mal machen, ne, BioWare, geil. Und dann musste man sich dazu bewerben, da waren die ganz cool, also als Writer, also als Autor für ihre Charaktere. Ja, ich dachte, ne, gehst bei BioWare in die Schule, dann kannst du auch alles machen, weil das ist ja einfach saugeil. Ja, dann kriegst du eigentlich überall einen Job, wenn es als Writer angeht. Denke ich einfach mal so. Ne? Und du musstest, um dich da zu bewerben, musstest du einen Charakter schreiben. Und eigentlich wollten sie, dass du das machst mit dem mit diesem Toolset, was ja mit Neverwinter Nights normalerweise mitkam. Da konntest du ja deine eigenen Spiele mitmachen, deine eigenen Add-ons, deine eigenen Adventure. Ich hatte das irgendwie gerade nicht und dann konntest du es auch schreiben. Und du solltest einen sogenannten Quest-Giver schreiben. Das sind die bei... Also dort, wo du hinläufst und sozusagen, hier, ich habe einen Auftrag für dich. Genau, die bei World of Warcraft haben die immer hier diese Ausrufezeichen oder Fragezeichen oder so, das Gedöns in meinem Kopf. Also sollte einerseits ein Charakter sein, andererseits sollte er eben eine Aufgabe für den Spielercharakter haben. Und dann habe ich also einen geschrieben. Ich glaube, er nannte sich Finnwolf Grimason, ein alter Wikinger, der in einer Kneipe sitzt und so ein alter Skalde, also der strunzbestrunken in dieser Kneipe und gibt dir den Auftrag,
die verlorene Note zu finden, die er auf seiner Laute spielen will, um damit das Tor nach Asgard zu öffnen. Er will dementsprechend in den Tod dann sozusagen. Asgard, ja, die ja, oder irgendwie wollte er dahin. Ich weiß halt nicht mehr genau. Ich glaube, er hatte sie verloren. Er hätte sonst, wäre da nicht mehr hingekommen. Weiß er gar irgendwie was. Und ich glaube, das war einfach ein ganz schönes Setup im Grunde. Und es ging dann von da, glaube ich, so ein bisschen bergab, weil ich habe dann nur so, ne, das ist der erste Besuch, wo man den Auftrag kriegt. Ich habe das zwischendurch nicht geschrieben. Ich habe dann nur geschrieben, man findet dann nachher die Note, weil sie jemand auf dem Hintern tätowiert ist. Irgendein Ork-König oder sowas. Und ich hatte dann natürlich auch so, das fanden sie, glaube ich, nicht so geil. Und ich hatte dann so noch so ein paar Nebencharakter, also so ein paar kleine Nebensätze noch mit dabei oder so, Nebensachen, die du mit dem reden konntest. Er erzählt dir nämlich, also ihr könnt zusammen trinken, dass er früher, als er klein war, ein kleines Schweinchen hatte. Dass er irgendwie sehr vermisst. Und wenn du dann auch, und wenn dein Charisma niedrig genug ist und wenn du betrunken genug bist, irgendwann wird er dich fragen, bist du mein Schwein? Und du kannst antworten mit nein, ja oder oink. Ich hab's gewusst. Ja gut, sie haben mich dann nicht genommen. Warum wohl? Ja, ich weiß aber auch nicht. Ich finde das hört sich eigentlich nach einem recht lustigen oder auch vor allem passenden BioWare-Nummer an. Ja, oink. Ja, hat leider nicht geklappt, deshalb bin ich jetzt hier und nicht in Kanada. Ja, es tut uns leid, ne, dass es da... Ich habe übrigens den hier, wie heißt er, Ray oder was? Ray Mizuka, der... Der war auf der Games Convention, den habe ich ja nochmal kurz drauf angesprochen. Und war ihm sehr unangenehm. Dass er, ja... Und er sagte, er wäre es nicht gewesen, der mich abgelehnt hätte. Ich habe dann auch mal gefragt, ob der da noch arbeitet. Aber, ja. Ja, du hast ja auch von denen dann schön, also du hattest dich dann dementsprechend von hier, von Deutschland aus beworben. Du hast gesagt, ich werde dann hinziehen nach Edmonton, wenn es dann soweit wäre. Hast aber einen schönen, ja, tut mir leid, Brief, Absagebrief dann bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob der so nett war sogar. Ich glaube, der war schon, ich glaube, es war, ist nicht die Qualität, die wir suchen oder sowas in der Richtung. Ja, war schon ein bisschen, dass ich drüber nachdenke. BioWare ist eigentlich gar nicht so eine gute Firma. Nee, eigentlich nicht. Ich meine, echt Schrottspiele, alles Blödsinn. Es kann natürlich gut sein, dass du an den Recruitment Officer oder sowas geraten bist. Der hatte mal selber eine tragische Geschichte mit einem Schweinchen gehabt, ne? Und stimmt, hat ihn daran erinnert. Das wollte er sich nicht antun. Oder wollte selber eigentlich mal Autor werden und ist irgendwie nur so ein Recruitment-Typ geworden. Das kann gut sein. Oh, oder er schickt die Ablehnung raus, schreibt sich die guten Ideen raus, ne? Und da ist Fridolin der Wikinger im nächsten BioWare-Spiel dann drin. Verdammt, da muss man echt mal aufpassen. Der hätte es mal achten müssen, ob da nochmal was gekommen ist in der Form. Ey, sobald die irgendwie so ein Wikinger-Rollenspiel machen, pass mal auf, ja. Na, wundern würde es mich nicht. Also irgendwann, Mass Effect ist irgendwann bald zu Ende. Ich glaube, Dragon Age können sie auch nicht ohne Ende Add-ons dann bringen. Viking Effect. Exakt, ja. Asgard ist dann das Raumschiff zum Beispiel. Ja. Ja? Und der Schwein ist natürlich eine Art Terminator-Schwein. Was diese Schweininator, was diese Note in so einer hochfrequenten Arie vorsingt, kann alles durchaus sein, haben wir alles schon mal gesehen. Ja. Als DLC-Content. Und oder die so. Valkyren, ja, genau. Ja. Ja. Aber da bitte ich auch die, also alle mal, die dann BioWare-Spiele dann hier spielen oder sowas oder zukünftig mal sehen, wenn ihr was findet, gebt uns mal Bescheid, damit wir auch irgendwie eine Grundlage haben, um da bei BioWare mal ordentlich Zunder zu machen, ja. Wir wollen mindestens in die Credits und prozentuale Beteiligung am Reibach. Oink. 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 Aber wie man sieht, Uke hat schon, ja, hat schon eine gewisse Historie mit BioWare. Dementsprechend, du warst durch die Spiele, durch die Art, wie die Spiele gemacht, aufgebaut sind, dementsprechend so, ja, beeindruckt würde ich es jetzt nicht sagen, aber so, die haben dich schon so sehr eingenommen, dass du gedacht hast, das wäre eine coole Firma, um dort zu arbeiten. Dort könnte man sich einbringen, weil die einfach wirklich, ja, anders an solche Spiele rangehen. Genau, ja, wie sie die dann zusammenbauen. Ich habe mir mal in der Recherche hier angeguckt, man kennt ja die BioWare, ja, die aktuellen Sachen, der aktuelle unter die großen Klassiker von wegen Baldur's Gate und Mass Effect und alles, was man drum und dran hat. Die selber, BioWare, haben angefangen im Jahr 95 erst, was mich ein bisschen verwundert hat. Ich hätte gedacht, dass es die schon mal einen Tacken länger gibt. Aber man denkt ja gerne zurück als Computerrollenspieler zu der Hochzeit Anfang der 90er bis Mitte der 90er, wo du viel Zeugs hattest, wie so ein Planescape Torment und solche Geschichten, die natürlich nicht... Oder? Das nee, Planescape Torment kam 2000. Kam das echt 2000? 99, 2000. Das ist, ja, meine PC-Zeit halt erst aber 2000 das kann angefangen. Ja, Planescape Torment ist doch auch auf der BioWare Engine, basiert davon. Es ist, aber ist von Interplay dann dementsprechend. Ja, das gewesen, war von Black Isle, aber das ist die Engine, die sie auch bei Neverwinter Nights oder bei Baldur's Gate benutzt haben. War es die gleiche?
Ja. Weiß nicht, ist ja alles ein bisschen verquert, was das angeht, weil so in der Erinnerung, wenn du dann nicht, oder ich habe damals nicht aktiv eben PC-Spiele gezockt, kann die mehr aus den Zeitschriften oder ja, je nachdem, wenn ich dann an meinem armen kleinen Super Nintendo saß und da die, den ganzen Japanischen spielen musste und die großen epischen PC-Rollenspiele durfte. Mir gehört. Ja, nee, schon klar. Ja, aber dann, also BioWare kam mir dann im Nachhinein so vor, als ob es eine Firma ist, die es lange gegeben hat, aber ist erst 95 eben gegründet worden von dem lieben, ja, Ray Musica. Nicht Doktor, glaube ich, ne? Dr. Ray Musica, Dr. Greg Zeschuk und Dr. Augustin Yip. Ein, ja, den sieht man anscheinend nicht mehr so. Das sind die drei Leute, die es gegründet Augustin haben. Augustin was? Augustin Y-I-P, Yip. Das ist anscheinend ja ein werter asiatischer. Das ist doch wahrscheinlich, nee, das ist wahrscheinlich irgendwas, da muss man die Buchstaben anders stellen und dann kommt da irgendwie, Satan ist hier. Satan was hier. Aber wie du schon, ja, höchstwahrscheinlich ist es der Satan. Wie du schon meintest, das ist Doktor und zwar ein richtiger Doktor. Ne? Doktor, wenn du das hörst, entsprechend bei Spielherstellern, ist es ein Doktor, der was weiß ich, Schriftsteller, Philosophie oder sonst was. Das sind Medical Doctors, Mediziner. Ne? Ich glaube, Musica war HNO-Arzt oder irgendwie sowas. Siehst du, und deshalb wollte ich da arbeiten, weil ich habe dann auch hin und wieder mal, wenn man erkältet ist, kannst du sagen, du machst gleichzeitig Spiele, wie es bezahlt und wenn es dir schlecht geht, sagst du, Ray, ich habe hier so ein Ziehen im Hals, kannst du mal kurz gucken. Ja, Ray, schau dir mal, habe ich das gut gemacht und übrigens, genau, der andere war hoffentlich kein Proktologe. Hoffentlich nicht, ne? Obwohl, wer weiß, vielleicht haben die drei Jahren schon komplett das Gebiet abgegolten. Ja, exakt, da brauchst du dann eben nicht mehr, wenn du die drei dort hast. Aber die hatten das auch schon mal erzählt in Interviews eben, dass die ja quasi aus Langeweile, ne, weil die eben nicht wirklich dann ausgefüllt waren als Mediziner. Noch ein Hals. Ja, hast ja immer wieder das Gleiche. So ein Hals. Genau, ist immer wieder ewig das Gleiche. Lass uns mal eine Spielefirma gründen. Macht voll Sinn. In der Form und haben dann eben Mitte der 90er sich ja zusammengeschlossen zu BioWare und sind auch gleich mit einem ja Titel losgestartet, der im Nachhinein nicht wirklich zu der typischen BioWare-Klientel dann. Darf ich da kurz vorher fragen, Gregor, weißt du, wo der Name herkommt? BioWare, Bio, ich meine Bioware heißt, warum? Ja, ich dachte immer an Bioware oder sowas. Ja, aber das macht ja, wieso, also wenn ich eine Firma gründe, die Computerspiele macht, die nenne ich doch nicht Bio, also das ist so wie Öko-Kram, wird es auf Deutsch wahrscheinlich heißen. Ja, ich weiß, ich habe hier noch das alte Logo von BioWare. Das sieht man hier in Schwarz-Weiß nicht so gut, aber es ist so metallic, embossed oder irgendwie sowas. Das ist anscheinend nur ein cooler Name, der Action und Gewalt oder sonst was symbolisieren soll. Das erste Spiel von BioWare war ja auch kein Rollenspiel, so wie man es jetzt kennt, sondern hätte eher zu dieser, ja, zu diesem komischen, eher abstrakten Namen wohl BioWare gepasst. Shattered Steel, 1995 dann eben rausgekommen, als es gegründet wurde. Shattered Steel war für den PC ein MechWarrior-Klon. Oh. MechWarrior, also du sitzt in einem großen Roboter sozusagen drin und du siehst aus dem Cockpit raus, läufst mit diesem riesigen Roboter rum und bekämpfst andere Gefährte, Roboter in irgendwie einer Endzeit. Also ein richtiges MechWarrior-Action- Ballergedöns, vielleicht Steel Battalion, ähnlich wie man es hier von der Konsole her kennt. Hm. Und das war eigentlich der Start für BioWare. Was auch, ja, heutzutage wird es ein bisschen merkwürdig, weil die haben ja so gut wie gar nichts mehr mit dem Zeug an Hut. Vielleicht die technisierte Seite, was jetzt ein Mass Effect angeht, was auch mit Robotern und Mechs und so weiter zu tun hat. Aber die sind gleich mit dem Action-Titel gestartet. Na, und der hat sich ja dementsprechend, ja, ich glaube nicht so wirklich im Hirn festgesetzt, also niemand kennt mehr. Nee. Es war wahrscheinlich ein nettes Spiel damals gewesen, aber ich glaube, keiner erinnert sich mehr an Shattered Steel, wenn er an BioWare denkt. Hat auch bei mir nicht so, nee. Nee, ich glaube, es wurde auch von Interplay gepublished, aber die sind ja eh alle. Vielleicht Interplay war es eine Auftragsarbeit. Ich meine, ich kann mir jetzt auch vorstellen, du gründest eine Firma und das machst du ja nicht einfach mal so aus Spaß, sondern vielleicht hast du da irgendwie schon was gehabt. Vielleicht hat ein Kumpel, der gesagt hat, mach mir mal ein Roboterspiel. Mhm. Ja, stell dir vor, das waren die drei HNO- und Proktologenärzte, ja, die dann sich gedacht haben, wir wollen jetzt nicht mehr hier Leute untersuchen, sondern wir wollen mit riesigen Robotern Schlachten ausüben. Und wahrscheinlich, ich meine, wenn du in Kanada wohnst, das ist ja auch eine Einöde dahin in Edmonton, das ist wahrscheinlich so das genaue Gegenteil. Das war keine Endzeit-Setting, das war einfach der Hinterhof vom Musiker oder sowas. Genau, so anfassen, da kriegen wir billig die Grafiken, geben wir ein paar Fotos, zack, schwubbidiwupp. Und fertig. Fertig. Ja. Aber ich glaube, über Shattered Steel brauchen wir auch nicht mehr viel drüber verlieren, weil, zwei Jahre später haben die das Spiel rausgebracht, was eigentlich BioWare definiert hat.
Eine der, glaube ich, größten PC-Rollenspiel-Klassiker, die ja auch heutzutage immer noch im hohen Ansehen gehalten werden, Baldur's Gate. Ja, geil. Baldur's Gate, ganz, ganz großes Ding. Auch eins der ersten PC-Spiele, die ich damals für meinen brandneuen PC gekauft habe, 99. Wie ich öfters mal erwähnt hatte, ich hatte meinen allerersten PC erst 99. Darf mich schämen als armer Kerl, der sich das vorher nicht leisten konnte. Niete, ja. Also ich habe mit dem Amiga und Konsolen überlebt, das war nicht schön, aber es war eins der frühen PC-Spiele, die ich mir geholt habe und ganz, ganz beeindruckend eben, wo ich schon seit langer Zeit, seit C64er Zeiten keine richtige PC-Packung mehr in der Hand hatte, mit dieser großen Pappverpackung drin findest du auf einmal, ich glaube 4 oder 5 CDs waren das mit Installation, hat es noch eine dicke Karte mit dabei, wie du es früher von den Ultima-Sachen kanntest. War vor allem in hochauflösender Renderoptik, für damalige Verhältnisse hochauflösende Renderoptik und vor allem eine großartige deutsche Synchro, also so richtig aufwendiges Zeug, das hast du auf der Konsole damals, großartig in Anführungsstrichen. Nicht mehr wirklich, aber ich war damals schon sehr beeindruckt von den Sachen, weil ich habe eben die Mid-90er Zeit im PC-Rollenspiel nicht mitgemacht und da war BioWare einfach mal Baldur's Gate von BioWare mal einfach ein ganz anderer Schnack, ne? Ja, und es war ja vor allem ein D&D-Adventure oder AD&D hieß es, glaube ich, damals noch. Da gab es ja auch vorher schon relativ viele geile. Da waren ja vorher SSI, war das, glaube ich, damals. SSI hatte viel gemacht mit Champions of Kryn. Ja, Curse of the Azerbaijans. Genau, und genau, die ganzen Geschichten. Buck Rogers habe ich immer sehr gern gespielt, tolles, was natürlich nicht AD&D war, aber auf dem System basiert hat. Und deshalb, die hatten da gut vorgelegt. Also da hat man natürlich mal sich dann auch gefreut. Und AD&D oder D&D ist ja ein relativ bekanntes Setting oder ein bekanntes System. Ja, eben, also Dungeons and Dragons, das ist der Klassiker. Ne? Genau. Ja. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob so viel dazwischen war zwischen denen, ob da noch viele Spiele rauskamen in der Zwischenzeit, irgendwelche D&D-Spiele zwischen den SSI-Dingern. Na, die SSI-Dinger haben dann irgendwann so 91, 92, glaube ich, dann ja, genau, so langsam, ja, als SSI den Bach runtergegangen ist. Die haben ja auch zusätzlich neben den AD&D-Sachen auch viel Strategie gemacht und irgendwann wurden die aufgekauft oder haben sich in die Binsen geritten. Aber da gab es in der Form nicht mehr wirklich viel, was auf AD&D dann abgezielt hat. Genau, und deshalb, ich meine, das ist schon... Ist schon geil, weil das hat natürlich eine riesengroße Fanbase und das hat ja immer einerseits das Problem, du musst die Erwartungen von den Leuten erfüllen, ne? Also du darfst dir jetzt nicht irgendwie sonst was erlauben, da dürfen jetzt keine Elfen mit dicke kleine Elfen zum Beispiel rumlaufen, sondern du musst schon den Erwartungen der Fans gerecht werden, aber du hast natürlich potenziell auch erstmal eine riesengroße Grundbasis von Leuten, von denen du ausgehen kannst, wenn du es vernünftig machst. Und du brauchst auch nicht wirklich ein komplettes Universum generieren, genau, sondern hast die Grundfeste, wo du dich daraus bedienen kannst. Genau. Und musst dann dementsprechend, natürlich, du musst dem auch gerecht werden, aber hast den Vorteil eben, dass du nicht alles neu machen musst. Genau. Ja. Und das war dieses Forgotten Realms Setting, was natürlich gewachsen ist über die Jahre. Das gibt es, glaube ich, seit 20 Jahren gab es das damals. Und da ist natürlich eine unheimlich riesengroße Geschichte, aus der sie sich bedienen konnten. Mhm. Und ja, die haben eben dieses Regelsystem, was ja auch seit Ewigkeiten funktionierte und eigentlich in Anführungsstrichen alles, was sie jetzt noch machen mussten, ist das geil umsetzen und eine geile Story dazu packen. Das haben sie einfach mal richtig gut hingekriegt. Was ich damals mit beeindruckend fand, eben nicht nur, ja, du hattest das typische, eigentlich schon typische PC-Gameplay, du sahst dann die Grafik in für damalige Verhältnisse gut gerendert von weiter oben. Isometrisch, ja. Hast dann herumgeklickt mit der Maus, hattest natürlich speziell was Charaktere und Dialoge angeht, ne, mit den dicken Dialog-Trees und so weiter. Und wie hieß nochmal der Typ mit der Maus, Minsk und Bu oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Da war so ein Kerl mit einer Ratte, der immer herumgelaufen ist, fand ich dann ganz... Ratti, die Ratte. Aber die hatten auf jeden Fall, also es ist schon ziemlich lange her, dass ich es gespielt habe, deshalb kann ich auch keine konkreten Details eben zur Story und so weiter sagen. Aber ich fand, ich war relativ beeindruckt, was eben Story und Dialogoptionen dort angeht. Das ist das eben Merkmal, was da angefangen hat bei... Genau. Also dass die Signature sozusagen von BioWare, dass die wirklich Ahnung haben von, wie bauen wir eine Story auf, wie können wir Charaktere wirklich präsentieren, dass die auch interessant sind. Das ist ja etwas, was vielen Spieleherstellern immer noch abgeht, dass die einfach Charaktere nicht richtig bauen können. Genau. Ne? Genau. Ja, also eigentlich sollte man meinen, das ist gar nicht so schwierig. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, warum BioWare das jetzt so gut hingekriegt hat, ob das jetzt irgendwie geile Autoren sind, die sie haben, oder ob sie jetzt irgendwie einfach mal versehentlich ein richtiges, gutes Händchen dafür hatten. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. Ich erinnere mich an Neverwinter Nights auch noch ein bisschen besser als an Baldur's Gate. Im Theater und so weiter funktionieren Charaktere natürlich immer mal überall. Es sind verschiedene Sachen, worüber es funktioniert. Ein Charakter will immer irgendwas. Und es
und ein Charakter in Filmen und im Theater macht, muss eine Entwicklung durchmachen, damit es für dich interessant ist. Mhm. Und das hat BioWare einfach unfassbar gut hingekriegt. Ich springe mal ganz kurz zu Neverwinter Nights, weil es mir da irgendwie noch relativ geläufig ist. Du hattest irgendwie, ich glaube, du bist immer nur mit einer anderen Person rumgelaufen, du konntest dir aber aus irgendwie 6, 7 Personen eine aussuchen. Und alle diese Personen hatten eine eigene Hintergrundgeschichte und die waren dann plötzlich, die saßen dann später in irgendeiner Kneipe rum und du konntest mit jedem dieser Charaktere losziehen und dessen Hintergrundgeschichte erforschen, weiterführen und teilweise zu einem Ende bringen. Sowas wie, ich muss den Panzer meiner Mutter finden, also den Brustpanzer oder oh, hier bin ich geboren, hier komme ich her. Das habe ich eigentlich in keinem anderen Spiel oder in sehr wenigen Spielen sonst so erlebt. So, du hast echt, die haben eine Geschichte gehabt. Die haben untereinander miteinander geredet. Der eine konnte den anderen nicht leiden. So, und da passierte die ganze Zeit was. Gut, das kurz dazu. Ja, aber genau das, was du gerade aufgeführt hast, eben, das zieht sich durch jedes BioWare-Spiel, egal ob es ein Mass Effect, ein Jade Empire oder wie die auch alle heißen, dann dementsprechend sind, dass du bei den Nebenfiguren, du bist natürlich als Hauptcharakter auch irgendwie eingebaut und so weiter, aber wo es dann stattfindet, die Geschichte, ist eben character-driven. Ne? Ja. Die haben ihren Charakterbogen, den sie bestreiten von Anfang bis Ende. Die haben eigentlich, obwohl sie dann ja eigentlich relativ normale Fantasy-Leutchen an sich sein würden, ne, vom Design her oder auch bei Mass Effect eben typisch Science Fiction, der eine ist der Alien, der andere ist der große Klingonenverschnitt und so weiter. Die werden aber durch eine eigene kleine Hintergrundstory, die eben ein bisschen anders ist als normalerweise und eben einen Weg, den sie bestreiten von Anfang bis Ende, den du facilitates oder ja, wie würde man genau, so genau, sagen, wo du dran teilnimmst, wo du dran teilnimmst und du die darüber inklusive der Interaktionen und alles Mögliche dann kennenlernst und wirklich dann auch wenn dann eben Geschichten kommen, wo dann irgendein Charakter muss sich opfern oder du musst den Charakter opfern oder irgendeiner stirbt oder irgendetwas passiert, irgendeine Wendung, die dort eingebaut ist im Spiel, dann auch Gewicht hat. Ne? Deshalb reden die Leute ja auch heutzutage noch von Final Fantasy VII, weil es eben ja quasi für die Geschichte 30 Stunden lang aufgebaut hat. Oh, Aeris, die ist so nett und so süß und dann am Ende kommen die vielleicht alle zusammen, tot. Ne? Und dann auch wirklich, weil einfach diese Bindung an den Spieler aufgebaut wurde und das hast du selbst heutzutage eben bei vielen Spielen eben nicht. Ne? Es würde nur so wenig dazugehören und genau. Eigentlich. Sag ich ja, ich meine, das machen wir im Theater seit 2000 Jahren, weil es seit Aristoteles ist. Eigentlich gibt es da bestimmte Regeln und Gesetze für, wie es auch gut funktionieren kann und das haben die Jungs eben einfach mal hingekriegt. Haben sie hingekriegt. Eben um nochmal den Bogen zurück auf Baldur's Gate zu machen, dass er damals eben durch das Writing, durch die Charaktere schon mal überzeugen können. Das Gameplay hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ne, mit Kampfsystem war dort, war es Echtzeit oder war es rundenbasiert? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt. Mir ist immer noch ein Klassiker damals hat sich, glaube ich, ja, wenn man es heutzutage spielen würde, es gibt natürlich noch wesentlich Raum nach oben, was nachher dann weitergemacht wurde mit Neverwinter Nights, was ja quasi ein Update davon ist, bevor die BioWare-Leute ins 3D-Fach gesprungen sind. Ja. Aber Baldur's Gate speziell, na gut, ich habe über die Synchro kurz vorher gesprochen, das ist vielleicht ein Knackpunkt, wer es auf Deutsch spielen würde. Die haben sich nicht nehmen lassen, da die Synchro-Leute damals, obwohl es Mitte der 90er eigentlich schon besser hätte sein sollen, nicht nehmen lassen, dass sie diverse deutsche Dialekte eingebaut haben in die bei den Charakteren dort und dass die teilweise NPCs angefangen haben zu sechseln. Ja? Die Elfen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, hör mal ein bisschen Mana von hier hinten. Ja? Einfach pipsch nochmal. Wo ist denn hier der Elf? Ja, ich glaube, das ist generell mal so ein Problem gewesen mit der Synchro damals oder der Lokalisierung, dass die. Wir haben kein Geld. Oh, hier ist auch noch ein Raum voller Programmierer. Die können ja doch alle mal kurz machen. Hini, kommst du ihm rüber? Ja, was? Sprich's mal kurz. Ja, okay. Okay, und dann in den Credits haben auf einmal alle den gleichen Nachnamen oder so, ja. Wo der Manager, die Frau des Managers, die Tochter des Managers oder so. Sowas ist schade, das ist natürlich Blödsinn. Ich habe es, glaube ich, auch auf Englisch gespielt. Das habe ich. Wie bei den meisten Rollenspielsachen und BioWare-Sachen sollte man sie sich eigentlich auf Englisch geben. Auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss, ich habe Mass Effect jetzt Teil 1 und Teil 2 auf Deutsch durchgespielt. Echt? Also einfach von der Verfügbarkeit her, weil ich es mir schon auf Deutsch hier geholt hatte. Und bei aller Liebe zur englischen Synchro, die natürlich auch besser ist, es wird natürlich, wurde bei uns auch relativ hoch stilisiert, wie schlecht die deutsche Synchro dann ist. Sie ist
in Teilen, sie ist nicht so gut wie die englische, aber sie ist durchaus gut und passabel. Wie eine Star Trek-Synchro, kann man sagen. Die Star Trek-Sachen sind auch eigentlich alle geiler in Englisch im Original, aber auf Deutsch ist es auf jeden Fall passabel und es funktioniert gut. No? Okay. Ja, mit Ausnahme eben, also Baldur's Gate, solange die nicht sechseln, ist es okay. Baldur's Gate, wir können da auch gleich, glaube ich, Baldur's Gate 2 dort mitnehmen, was dazwischen gab es zwar noch ein Spiel, aber Baldur's Gate 2, nachdem das erste Baldur's Gate eben 98 richtig eingeschlagen hat, hat es, glaube ich, nochmal im Jahr 2000 Baldur's Gate 2 Shadows of Amn oder die Schatten von Amn, die Formel nochmal aufgenommen vom ersten Baldur's Gate und das Typische, was eine Fortsetzung eben macht. Alles größer, alles schöner, alles besser. So allzu sehr ins Detail müssen wir dort jetzt auch nicht reingehen. Es gibt von Baldur's Gate 1 und 2, ich glaube, mittlerweile kann man sich für 10, 15 Euro so eine Komplettfassung kaufen, wo alles inklusive der Add-ons wie Legenden der Schwertküste von Baldur's Gate 1 oder der Thron des Baal, glaube ich, war von Baldur's Gate 2 das Add-on, gibt es alle auf einer Disc oder auf einer DVD besser gesagt, dass man nicht mit 10 CDs hier herumjonglieren muss. Und die mittlerweile auch so dann eingestellt sind, dass man die auf Vista und XP spielen, auf Vista und Windows 7 spielen kann und nicht nur auf alten Rechnern mit DOSBox und was auch immer nochmal dazukommt. Dass man sich das holen kann. Ich glaube, Baldur's Gate 2 gilt auch immer noch, es gilt als das bessere Spiel natürlich, 2 Jahre noch mit dazu und auch einer der Klassiker, das, also wer Bock drauf hat, kann sie es auf jeden Fall geben. Zwischen Baldur's Gate 1 und 2 gab es ein weiteres Spiel, was eher ungewöhnlich ist für die heutige Ausrichtung von BioWare. Da haben sie nämlich eine Fortsetzung gemacht zu einem Spiel von Shiny Entertainment, das die ein paar Jahre vorher rausgebracht haben, MDK. Stimmt. MDK war 97 ja so ein relativ revolutionärer Murder Titel. Murder, Death, Kill, heißt es? Es heißt eigentlich Murder, Death, Kill, also die Abkürzung ist dann von der US-Polizei oder sowas, MDK, aber innerhalb des Kontexts des Spieles heißt es irgendwas anders. Ich glaube, das sind die Initialen des Hauptcharakters. Das war so ein komischer, hatte der Typ einen Anzug oder war das ein Alien mit so einem komischen Kopf? Ich glaube, es war ein Anzug. Ich habe noch eine einzige Erinnerung an MDK. Mhm. Ein Bild, was sich mir eingefressen hat, das war, du kannst ganz weit ranzoomen. Ja. Das war, glaube ich, irgendwie das geile Detail. Genau das war's. Und dann konnte ich habe ein so ein Bild, wo ich so ganz weit an so einen Typen rangezoomt habe. Und der hat immer so wie die Schotten bei Braveheart, hat sich immer umgedreht und sich auf den Arsch gezeigt. Und das war immer so befriedigend, den dann da reinzuschießen. Das war total großartig, weil der hat gedacht, du bist zu weit weg, aber nix. Ja, das waren die Merkmale vom ersten MDK damals, was für PC, PlayStation 1 und so weiter von Shiny Entertainment, also David Perry, der zum Glück mittlerweile nicht mehr Spiele machen darf. Also der hat mich irgendwann angepisst, David Perry. Deshalb darf er keine Spiele mehr machen. Na, weil der mich angepisst. Ja, kannst du dich an Messiah erinnern? Hast du das mal gespielt, wo du als kleiner hüpfender so Liebesengel unterwegs bist in so einer apokalyptischen Welt? Das wirkte vorher immer wie so eine tolle Idee. Ja. Die haben dann auch Enter the Matrix verbrochen, das Videospiel. Ach, also, und danach kam nichts mehr viel. Aber Shiny Entertainment damals, MDK, galt 97, glaube ich, ist es rausgekommen, galt eben wegen dieses Zooms. Es war eines der ersten Spiele, was neben einem indizierten Rare-Shooter, den wir vor ein paar Wochen behandelt haben im Podcast, so quasi das Sniping richtig festgelegt hat, wie das auf vernünftig funktionieren kann bei einem Shooter. Ne? Vorher warst du ja die normalen Ego-Shooter gewohnt, da war eine richtige Sniper-Gang eigentlich nicht eingebaut. Dort konntest du eben von einer Ecke der Map oder einer Ecke des Levels zur anderen reinzoomen auf den Gegner und ohne, dass es eben hereinploppt oder sowas, sondern du konntest wirklich richtig zoomen, hingehen mit dem Sniper-Gewehr und auch effektiv damit arbeiten. Ja, und das ist ein Ansatz, den auch BioWare beim zweiten dann verfolgt hat. Es hat, glaube ich, wenn man sich die Packung anguckt, steht auch Sniper-based Gameplay oder sowas drauf. Alles klar, clever. Na, ich habe MDK 2, glaube ich, nur kurz gespielt. Den ersten hatte ich ein bisschen länger gezockt. Ich glaube, was ich mitbekommen habe von MDK 2, dass da der typische BioWare-Humor und die Charakteristiken, wie sie die Charaktere zusammenbauen, dort auch mit Einfluss genommen haben. Also das Spiel ist schon für ein Third-Person-Action-Titel, wo eben viel geballert wird und vor allem, wo du teilweise echt sehr, sehr schwere Situationen hast, weil das war, glaube ich, auch ein herausstechendes Merkmal, dass MDK ziemlich knallhart war und MDK 2 dementsprechend dazu auch, dass du trotzdem Charaktere hattest und eine Story doch ein bisschen anspruchsvoller und netter und interessanter präsentiert war als der übliche Action-Klum-Quatsch. Das ist das, was BioWare eben nochmal mit dazu gebracht hat. Aber MDK 2, 2000 rausgekommen, Dreamcast und PC und so weiter, für ich glaube auch in der PS2-Umsetzung später noch, war dann auf lange Sicht aber auch der letzte wirkliche Action-Titel nach Shattered Steel am Anfang und eben jetzt MDK 2 und danach haben sie sich vollends in die Rollenspiele reingegraben. Baldur's Gate 2 eben kurz darauf rausgekommen, 2001.
Und das, was sie sich mit, ja, was sich Bioware mit der Baldur's Gate Formel aufgebaut hat, wurde dann nochmal auf die, ja, nochmal weiterentwickelt, nochmal auf die Spitze getrieben, bis dann, ich glaube 2003 muss es gewesen sein, nee, 2002 kam dann Neverwinter Nights, was Baldur's Gate nicht mehr mit mittlerweile veralteter Renderoptik war, sondern Baldur's Gate mit einem eigenen Universum, Neverwinter Nights war, glaube ich, war das immer noch D&D? Das ist immer noch D&D oder okay. AD&D. Aber dann war, glaube ich, dann erstmal die Grafik das hervorherrschende Merkmal, inklusive einem Neverwinter Nights war auch das Ding, wo dieser Baukasten mit dabei war, ne? Genau, und das hätte ich sonst auch gerne mal gesagt. Also der Baukasten ist natürlich ein absoluter Knaller, also nicht nur eine gute Idee für eine Firma, dass du einfach den Baukasten mitlieferst, damit sich alle irgendwelche eigenen Abenteuer bauen und die Lebenszeit des Spiels einfach nochmal ewig weit verlängern, aber auch gerade für Leute, die jetzt selber mal Spieleentwickler werden wollen, ist es ein super Tool, weil du musst einfach erstmal nicht selber programmieren, sondern du kannst dich einfach auf das konzentrieren, was erstmal wichtig ist, und das ist das Gameplay und wie baue ich eine geile Geschichte. Deshalb auch dieser Bewerbungsprozess war eben, bau uns bitte mit dem Ding was, ne? Was total clever ist, weil das sind dieselben Tools, die du auch benutzen würdest, wenn du bei so einer Firma arbeitest und nicht gerade Programmierer sein willst. Genau. Ich glaube, das macht auch Power to the people, weißt du? Das macht eben Sinn, dass du deine Energie als Entwickler darauf aufwenden kannst. Ich mache das Spiel gut, ich mache die Charaktere und die Geschichte gut und ich muss mich nicht um jeden kleinsten Bullshit kümmern, um dort dass die Engine funktioniert. Genau. Und das war echt super. Und ich glaube, da gibt's unfassbar viel. Also da gab es irgendwie so einen riesen Marktplatz, wo du Sachen runterladen konntest. Da wurde echt total viel gemacht. Das einzige Problem, was ich mit Neverwinter Nights hatte, und das ist auch so ein, ich würde es mal ein BioWare-Merkmal nennen, ist, was mir immer wieder aufgefallen ist, auch wie ich bei den letzten Spielen wie Mass Effect und sogar bei The Witcher, was noch nicht mal ein BioWare... was nicht mal von BioWare ist. Nee, aber es ist ja die Aurora Engine. Ja. Also eine spätere Engine. Ist das... Also die zwei Merkmale sind die unheimlich großartigen Charaktere, die tollen Nebencharaktere und dass überall große Räume sind, wo eine Kiste drin steht, in der ein Zufallsitem drin ist. Und das hat mich echt dann am Schluss von Neverwinter Nights ein bisschen geärgert. Du kommst in irgendeinen Raum, der ist riesengroß, der hat eigentlich keine weitere Funktion, vielleicht sind ein paar Gegner drin. Da ist eigentlich nichts, da steht nur irgendwo eine Kiste. Das war so ein bisschen so Diablo-mäßiges Sammel. Das ist so Gedöns. Level-Design von der Stange sozusagen. Ja, das war echt schade, weil das passte gar nicht zum Rest. Der Rest war eigentlich total geil, aber du bist dann einfach so jeden Raum einfach nochmal abgeklappert, weil du wusstest, in jedem Raum ist nochmal eine Kiste drin. Das war so der Vollständigkeit halber zack, 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 zack. Aber es war dann nicht mehr für die Story wichtig oder weil da noch irgendwie was war, sondern es war einfach pures Abklappern. Und ja, gab es immer wieder. Das ist schade, aber mir fällt es auch gerade, wie du meintest, das ist in späteren Spielen ja auch so, speziell bei Mass Effect 1. Ja. Ne, wenn du dort dann, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich das erste Mal mit dem Mako, mit dem Gefährt auf einem der fremden Planeten gelandet bin. Oh ja. Ne, du landest das erste Mal dort, du bist eben mit deinem Raumschiff unterwegs und hast dein Landefahrzeug, mit dem du auch Planeten landen kannst und die untersuchen kannst. Und es gibt, glaube ich, bei Mass Effect 1 50, 60, 70 Planeten, wo du drauf landen kannst. Das erste Mal, ja, du fällst runter auf diesen kleinen Asteroid zum Beispiel, wo ich dann gelandet bin. Da war bei mir irgendwie der Himmel war blutrot, ne, unten wehen so Sandstürme und ich dachte, oh, was ist hier besonders? Geile Musik und sowas. Und ich kann dann diesen ganzen Asteroiden da erkunden. Und ja, irgendwann machst du das dann ein zweites und drittes Mal und es ist jedes Mal genau exakt das Gleiche, was du dort machst. Ja. Findest eventuell einen kleinen Komplex, wo du dort reingehen kannst und dann mit den Leuten herumlaufen und die sehen exakt alle gleich aus auf jedem Planeten. Ja, die Komplexe, ja, komplett dasselbe Ding. Ja. Da ist mal eine Kiste anderswo hingestellt oder so, damit du dann dahinter Deckung nehmen kannst oder da stehen drei andere Gegner auf der anderen Seite. Vielleicht aber skandinavisches Fertigdesign. Das ist das, was man wahrscheinlich daraus mitnehmen muss. Im Mass Effect Universum kauft man seine Raumstation bei IKEA, anscheinend. Ja. Schnell zusammengebaut. Ich fand da auch, du hast dann auch so teilweise auch in den schöneren Gegenden riesengroße Räume gehabt, die dann echt geil designt waren, aber die eigentlich keinen Zweck erfüllt haben. Weißt du, die haben keinen Zweck erfüllt. Du bist durch einen riesengroßen Raum gegangen, hast gedacht, oh, imposant, aber da war nichts drin, da war nichts irgendwie ein Rätsel, sondern einfach stand eine Kiste drin. Und mich hat das immer so ein bisschen gewundert, weil so wirkte BioWare eigentlich für mich immer so ein bisschen grenzbegabt. Weißt du, auf der einen Seite super, aber hier ist so ein bisschen, hallo, irgendwie, Ja, es ist merkwürdig dafür, dass es eigentlich so ein großes Team ist. Ich glaube, laut dem letzten Stand irgendwie haben die 200, 250 Mitarbeiter. Aber haben wir auch vier Studios, oder?
Haben sie auch, ja. Ja. Auf jeden Fall, wo sie dann das weitermachen, aber dass du dann dementsprechend nicht nur deine Story-Abteilung dort hast oder deine Charakterabteilung. So ist es aber wahrscheinlich, so eine 100-Mann- oder 200-Mann Story-Abteilung. Ja, und der Praktikant. 10 Minuten Putzfrau und der Praktikant muss sich wieder leveln. Ja, nee, Charaktere sind wichtiger. Ich feile hier nochmal ein bisschen dran rum. Ja, ich hab eine Idee, wir spiegeln den Raum einfach und ja, machen genau. Ihn grün. Ja. Ja? Egal, Charaktere. Genau darum dreht sich. Neverwinter Nights, ich meine, du hast ja vorher schon angeführt, dass es dort, wo es dann auch richtig spürbar war mit den, ja, mit diesen Nebencharakteren, wie viel Wert auf die dann gelegt wurde, dass du eben deine große Truppe an Leuten hast, die dann, wo jeder einzelne herausgearbeitet ist, wo du mit jedem einzelnen einen kleinen Charakterbogen dann erlebst und dementsprechend die dir dann so überspitzt ausgedrückt ans Herz wachsen. Ja. Dass du auch dich wirklich an die erinnerst. Ja. Ne? Ja, und es war an dieser Stelle, muss man vielleicht auch nochmal sagen, es waren auch nicht nur einfach irgendwelche coolen Charaktere, die irgendwie cool in der Gegend rumstanden und coole Sachen gesagt haben, sondern die waren ja auch noch sehr gut eingebettet. Mhm. Das heißt, du hast auch Sachen erlebt, die was mit denen zu tun hatten, einfach so, ne? Und auch die Geschichte selber, ich will jetzt das Ende gar nicht spoilen, aber das war jetzt eben nicht nur, oh, da sind ein paar Räuber und die haben wir jetzt kaputt und das war's, sondern das war eine Geschichte, die wirklich auch einen riesen Einfluss auf dieses ganze D&D-Universum hat, die da wirklich was mit zu tun hatte und wo du echt ein Geheimnis erfahren hast, was dann als dich, für dich als Spieler einfach total geil ist, weil du merkst, du warst gerade an was sehr Wichtigen beteiligt. Also wirklich, man sagt das ja immer gerne mal epic, das war ein episches Ding. Das war Epicness of Maximum sozusagen, um den Trant zu zitieren. Aber weißt du was, sie haben auch ein bisschen was geklaut in dem Spiel. Weil da gibt's einen so ein Level, wo du, glaube ich, in so einer Glas oder mit einem Charakter bist du in so einer Glaskugel drin. Und da habe ich gedacht, das war echt geklaut vom irgendein Buch, was ich kurz vorher gelesen habe. Eine Glaskugel. Oder vom allerletzten. Du weißt ja nicht, wo die ihre Inspiration da draus ziehen und dann natürlich zitieren, in Anführungsstrichen. Ach Mann, ey, mein Gehirn. Vielleicht aber muss ich an der Stelle jetzt mal erwähnen, du willst wahrscheinlich schon weiterreden. Nee, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt mit der Engine von Neverwinter Nights war oder der Engine von Baldur's Gate. Es kann auch sein, dass Baldur's Gate war. Also eins meiner Lieblings-BioWare-Abenteuer. Adventure war ja gar kein BioWare-Adventure, sondern von Black Isle. Und Black Isle und Obsidian, die ja daraus hervorgegangen sind, sind für mich einfach unfassbar nah an BioWare auch dran. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Neverwinter Nights und Icewind Dale sind so zwei Spiele oder Spieleserien, die immer sehr nah dran beieinander waren, als jetzt jemanden für mich, der damals die Spiele nicht direkt zocken konnte. Ja. Ne, dann die kamen ja irgendwie so, das sind nahe Spiele, das sind verwandte Spiele, ne, die sind beide gleich gut, sind beides Rollenspiel, epische Abenteuer sind natürlich andere Hersteller dann hinten dran. Genau. Meine Black Isle auch eben Planescale Torment, was wir ja auch nochmal in unser Top 20 der besten Spiele ever drin hatten, was heute, glaube ich, als das quintessentielle PC-Rollenspiel gilt. Genau, ist auch gerade nochmal rausgekommen, habe ich jetzt ein paar Mal gesehen. Würde ich auch jedem ans Herz legen. Also ist ein Knaller. Ist ein bisschen schwierig, weil es sehr viel Text, aber ist ein absoluter Knaller. Und also das hat BioWare dann gemacht. Sie haben viele ihrer zweiten Teile, glaube ich, outgesourced. Ja, also Obsidian, die dann aus Black Isle hervorgegangen sind, nachdem Black Isle Studios nicht mehr Funding bekommen haben, kein Geld mehr bekommen haben, weil Interplay dann komplett in die Binsen gegangen ist. Ja. Obsidian sind dann Leute, die aus Black Isle hervorgegangen sind und dann die Auftragsarbeiten sozusagen, die Fortsetzung übernommen haben, ob es jetzt ein Neverwinter Nights 2 ist, ein Knights of the Old Republic 2 oder jetzt machen die zum Beispiel Fallout New Vegas für Bethesda, die Fallout 3 eben gemacht haben, machen die das. Aber es sind die Spezialisten mittlerweile, die ein bekanntes Teil 2-Macher, die natürlich dann aber leider auch ein bisschen den Ruf haben, dass Teil 2 immer nicht ganz so geil wie der erste ist. Mhm. Ne, immer noch, also alle, die du dann fragst, Knights of the Old Republic 2, auch immer noch ein guter Titel, halb fertig leider gewesen und so weiter. Da, ob das jetzt die Schuld von Obsidian war oder nicht, aber keine Ahnung, aber denen haftet ein bisschen der Ruf dann dran, ja, die machen schon irgendwie, aber leider nicht ganz so geil. Aber Planescape Torment, und ich erwähne das eigentlich auch nochmal, weil das für mich eigentlich dieses ganze Konzept von den BioWare-Spielen nochmal komplett, also zu so einem finalen Höhepunkt bringt, möchte ich fast sagen, weil es spielt in der Mitte des Multiversums, in der Stadt, in der Mitte des Multiversums, in Sigil. Es gab so eine Kampagnenwelt, die hieß Planescape. Das war eine der coolsten Kampagnenwelten, die es im AD&D-Universum gab. Mhm. Die wurde in den Büchern, also in offiziellen Büchern und Kästen, war die völlig langweilig. Es war ganz schade, weil es war so eine geile Idee. Weißt du, diese außeren Welten und die ganzen Sphären fliegen da rum und du hast eine Stadt, die in der Mitte ist, so, wo ein Slang des viktorianischen Englands gesprochen wurde. Super geil.
Und in den offiziellen Büchern standen dann immer nur so drin, das Geheimnis dieses Brunnens, darin liegt ein Schwert plus 3. Und es war komplett für den Arsch. Und die Jungs haben das geschafft, basierend auf dieser BioWare Engine, da eine Geschichte reinzuzaubern, die einfach alles zusammenfasst, was dieses Universum ausmacht. Und die ist wirklich unfassbar gut. Der Hauptdarsteller ist eben, der ist ungefähr, ich weiß nicht, 1000, 2000 Jahre alt. Der namenlose Typ. Der namenlose, genau. Gerne mal namenlose Helden. Müssen natürlich, wir nochmal eine Top 5 klar. machen. Die Top 5 der Namenlosen. Die Top 5 auf Platz 5 namenlos. Ja, genau. Oder die ihre Vergangenheit vergessen haben. Müssen wir auf jeden Fall nochmal. Auf jeden Fall. Und dadurch, dass der eben schon so alt ist, ist der allen seinen Kumpels und all seinen Kollegen, die er trifft, irgendwann schon mal begegnet. Sie erkennen ihn teilweise nicht wieder. Ich will gar nicht spoilern. Aber es ist einfach nochmal unglaublich weit drüber und es ist wirklich, wirklich, wirklich unfassbar. 10 €, ich glaube, bei Play.com oder so. Ja, also genau, in der Neuauflage als DVD. Ich hoffe, die haben da nochmal daran gedacht, dass das vernünftig spielbar ist. Denk schon. Die Version, die ich mir vor ein paar Jährchen gekauft habe, das war damals auch noch in so einer Sammlerbox mit, glaube ich, einer Patch-CD, die gleich mit dabei war, damit du es überhaupt starten kannst. Ich hatte auch eine Sammlerbox mit dem Buch gleich dabei. Das Buch war aber schade. Ich hatte nur Karten leider. Also so kleine Spielkarten irgendwie. Oh, das gab's ja auch. Es gab ja so ein Kartenspiel dazu. Das war aber auch blödsinnig. Blood Wars. Ja, irgendwie. Aber muss ich echt sagen, vielleicht ist das auch was man vielleicht nochmal aus einem iPad spielen kann oder so. Ich weiß es nicht. Text. Lass es uns ausgraben irgendwann in einer der nächsten Sendungen. Sollten wir echt machen, ja. Ja. Fände ich gut. Und dann machen wir die Top 5 der Namenlosen nochmal dazu, ja. mit blanken Inserts. Einfach. Sagen wir Platz 5? Wissen wir nicht. Hat er nicht. Kann er nicht. Ja. Passt sie absolut nicht. Nobody. Nee, aber Planescape Torment ist auf jeden Fall ja das die Kulmination des klassischen BioWare-PC-Rollenspiel mit 90er-Stil sozusagen. Ja. Und AD&D, also mir fällt auch jetzt nichts ein. Wie heißt Q nochmal? John DeLancey ist es, John, ne? John DeLancey. John DeLancey spricht, wenn mich nicht alles täuscht, diesen fliegenden Totenkopf, der immer bei dir rumbleibt. Ich will immer Murray sagen, aber Murray ist ja der von Monkey Island. Der Murray! Der fliegende... Arr. Hat ja auch sehr empfehlen, übrigens Tales of Monkey Island vor kurzem Teil durchgespielt. Teil 3. Ja. Ich habe ihn auch gerade gehabt. Tales of Monkey Island ist so gut. Ist echt, wird aber besser. Die erste fand ich nicht so gut, zweite fand ich besser, dritte fand ich jetzt richtig geil. Dritte ist richtig geil. Ich würde auch fast schon sagen, die dritte ist mit die beste. Echt? Okay. Einfach von denen hier. Aber ich habe es durchgespielt vor einiger Zeit. Und ich habe deine Tweets gelesen. Oh, Murray. Oh, Stan. Oh, Spoiler. Danke, Gregor. Oh, gern geschehen. Ja, also du weißt ja nicht, ich habe ja nur Stan geschrieben, sonst nichts. Ja, aber ich kann mir schon denken, dass du damit Stan meinst. Ja, vielleicht meine ich auch das Lied von Eminem oder so. Stan und Olli, ich habe gerade Dick und Doof geguckt, während ich Monkey Island gespielt habe. Oh, Stan, das ist aber lustig. Ja, ich war, gut, wir Adventure sollte man sich das geben, aber um auf die Rollenspiele hier wieder zurückzukommen, das war eben, ja, mit Neverwinter Nights hat BioWare quasi mit ihrem... Ja, das war zwar schon 3D-Grafik, was sie dort hatten, aber es war natürlich noch ein Spiel im klassischen Stil. 3D-isch. Es war 3D, es sah, so wie du es heutzutage siehst, wenn so das neue Sonic dann kommt, aber es ist trotzdem 2D, aber mit 3D-Grafik, weil es geiler aussieht mittlerweile. Ja, aber es war so isometrisch einfach, so von oben. Es war isometrisch, es war eben die typische klassische Baldur's Gate-Sicht, nur eben grafisch ein bisschen aufgepeppter, da kann man mehr anstellen einfach mit 3D-Grafik. Mit dem nächsten Titel, nachdem Neverwinter Nights eben rüber zu Obsidian gegangen ist, für den zweiten Teil, hat sich BioWare zusammengeschlossen mit LucasArts und gleich so, ja, vielleicht die größtmögliche oder aufwendigste Lizenz gleich geschnappt, die dann gehen würde. 2003 herausgekommen, zuerst für PC, also ich glaube, allerzuerst auf der Xbox 1 und danach kurze Zeit später auf dem PC, Star Wars Knights of the Old Republic, was in einer Zeit kam, also natürlich seitdem gab es wieder 3 Milliarden Star Wars Spiele und vorher gab es auch recht viele, die rausgekommen ist, aber mit Ausnahme von einer Handvoll X-Wing vs. TIE Fighter und einem Index-Shooter, der natürlich jetzt leider nicht namentlich genannt werden darf, viele Star Wars Spiele waren eher blöd. Naja, blöd. Ziemlicher Brei. Ja, blöd. Lizenzmüll. Nennen wir es mal so. Und hier hast du dann einen renommierten Entwickler mit BioWare und eigentlich eine geile Lizenz, ne, die dann auch vor allem 2003, wo es rausgekommen ist, da müsste, ich glaube, das war ein Jahr vor Episode 3 oder so. Wann ist Episode 3 gekommen? Habe ich verdrängt. Auf jeden Fall, du hattest 97er Episode 1 gehabt,
Ne? Also als Star Wars wieder losgetreten wurde, plus 2000 irgendwie Episode 2, also muss es auch um die Zeit dann passiert sein. Du warst als Star Wars-Fan fast schon ein bisschen gebranntes Kind der alten Schule. Ne? Du hast dann gesagt, oh, alles Neue, was mit Star Wars kommt, da hast du Jar Jar Binks und dies und jenes und die Filme sind Dreck. Sag und das J-Wort nicht immer. Entschuldigung, ja. Das komische Ding, was merkwürdig spricht und dann durchs Wasser schwimmt und am Ende nicht mal stirbt, was total scheiße ist. Aber das J-Wort ist doch eigentlich verantwortlich für alles, ne? Es ist, im Grunde sagt es doch dann. Es ist exemplarisch dafür alles, nee, nein, was. Das meine ich, aber er sagt doch dann, sagen sie auch, ach, wenn doch nur jemand den Kanzler nochmal doppelt so doll machen würde. Und dann siehst du wieder so, Und er schlägt das, ach, ist doch wurscht. Ist doch Mann, wurscht. Jedenfalls können wir keine Zeit einräumen hier. Jedenfalls warst du als Star Wars Fan, besonders in dem Jahr, ein bisschen eben so entzaubert, ne? Ja. Von dem, was sich dann über die Jahre aufgebaut hat und immer, oh geil, und jetzt wieder ein Revival und das und alles. Star Wars war eigentlich nicht mehr cool, nicht mehr gut. BioWare mit Star Wars The Old Republic gemacht hat, von der Story alleine her, die haben eben gesagt, wir pfeifen auf das, was jetzt passiert ist. Wir gehen nicht wie die Filme irgendwie 20 oder 25, 30 Jahre zurück, sondern wir gehen zurück ja in diesem ganzen, wie heißt das, Another Universe? Es gibt ja einen speziellen Fachbegriff. Extended Universe. Ja, das sich ja quasi parallel zu den Filmgeschichten, die George Lucas gemacht hat, entwickelt hat, mit Büchern, primär in Büchern natürlich, ein riesiges, weites Universum, das Jahrtausende umspannt, wo dann verschiedene Sachen im Star Wars dort passieren. Die haben sich an dieses Universum an diesem Universum orientiert und sind für Knights of the Old Republic 6.000, 7.000 Jahre in die Vergangenheit. 4, glaube ich. 4 waren es noch? Hm. Okay, irgendwann muss ja auch Jesus die Erde erschaffen haben, ne? Wir sind nicht hier Kreationisten alle. Ja. Jesus, ja, kann ja nicht 6.000 Jahre, ne? Also es geht ja nicht. Jesus war ja auch ein Jedi-Meister. Heißt ja, ja natürlich. Ja, eben. Jesus Jedi. Das ist auch eine falsche Übersetzung. Er hieß ja auch nicht Jesus, sondern Jedi. Jedi hieß er. Jedi. Ja? Jedi Coruscant hieß er. Nicht das Jesus. Christ. Das Jesus. Oh Mann. Ach, wie Gott dann kommt, ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater, Jesus. Oh, na gut. Ja. Wurde dann mit Lichtwertern vom Kreuz runtergeschnitten. Cool, mit Lichtschwertern. Das wäre nochmal eine gute Idee für ein paar Filme. So, weißt du, so Mashup. Oh, die klauen jetzt alle Zuhörer wahrscheinlich diese Idee. Ja. Gibt's wahrscheinlich auch schon. Mashup-Filme, weißt du? Passion of Christ, Mission. Gibt's schon, oder? Mit Star Wars? Wahrscheinlich. Ja. Ja, stell dir vor, die ganzen Römer laufen dann mit Lichtschwertern umher. Das wäre doch cool. Ja. Und, ja, der Darth Pharao, der dann dort irgendwie. Oder Darth Moses, fände ich irgendwie geil. Judas ist natürlich auch Jedis. Stell dir vor Darth Moses vor, der dann mit den zwei Steintabletts dort runterkommt und schießt Laser da raus oder irgendwie so. Finde ich super cool. Das ist ein Jedi Holocron. Das war ein guter Witz, Uke. Der war schon nicht schlecht. Oh, Alter. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich finde es auch nicht lustig. Nee, wir haben auch nichts gemacht. Hier ist auch nichts rausgeschnitten worden. Nichts. Star Wars The Old Republic oder Knights of the Old Republic hat sich eben... Auch KOTOR genannt. KOTOR, ja, was auch fand immer ein bisschen strange Abkürzung ist. KOTOR. Und auch immer, wenn du schreiben musst du natürlich mit unterschiedlich großen Buchstaben machen, weil Old Republic groß hinten, sonst wurdest du angeschrien. Muss auf Klo, machst du KOTOR oder Pipo? Pipovich. Oh Gott. Ja, jetzt artet das auch wieder aus. Konzentration. Aber, ja. Knights of the Old Republic eben hat sich die Story-mäßig daher bedient. Und es gab am Anfang, kann ich mich noch gut erinnern, eine kleine Kontroverse eben, weil BioWare als PC-Meister, als Herren des PC-Rollenspiels, eben eigentlich einen Titel erstmal geschaffen haben, der eher Konsolen geeignet ist. Ja. Na, da hatte Microsoft dementsprechend ja noch mit LucasArts sich abgesprochen und dementsprechend die Gelder fließen lassen. Es kommt zuerst auf der Xbox 1 raus. Und es war dann eben auch ein Spiel, was der Xbox 1 zuträglich gewesen ist. Du hast eine richtige 3D-Grafik gehabt, mit der du rumgelaufen bist. Das typische Kampfsystem, was du dort hast, inklusive du hast ja normalerweise gekämpft, du machst die Pause-Taste und kannst dann anklicken, deine Zauber und alles drumherum. Das wurde umgesetzt in einer 3D-Umgebung. Das ist auch echt komisch. Es war merkwürdig. Also als typischer Konsolenrollenspieler bin ich ganz am Anfang auch nicht wirklich warm geworden mit dem Ding. Ich auch nicht. Weil ich fühlte mich total überfordert, kann man es fast schon sagen. Ne? Es fängt an und dann, okay, du hast die 3 Milliarden Sachen, die du machen kannst, warte mal. Und es ist eigentlich, ich kann in Echtzeit herumlaufen, aber ich muss Pause trotzdem machen, genau. Um dort meine Befehle und Zauber und Angriffe auszuwählen. Und es war irritierend auf den ersten total. Schritt.
Es hat zwar im Nachhinein, wenn du dich ein bisschen dran gewöhnt hast, hat es einigermaßen funktioniert. Wenn du wusstest, was du machst, wie das funktioniert und vor allem eben durch die Story, die dort verbaut worden, die Charaktere. Ich glaube, heute auch noch einer der beliebtesten Nebencharaktere in der Rollenspielgeschichte, HK-47, der Snarky Robot sozusagen, was ja immer gerne die Rolle von einem Roboter in einem Rollenspiel ist, dass der immer die schnippischen Kommentare dann ablässt und er, ne? Hakan 47 sehe Hakan, ich jetzt Hakan 47, ist das wieder Mashup-Zeit? Ja, das ist wieder Mashup-Zeit. Und ich sehe da auch vor allem hier Agent 47, der da auch noch was mit zu tun hat. Hakan hier aus Street Fighter, HK und Agent 47 zusammengemischt. Einen eingeölten Roboter, der Türkisch spricht. Bidi bidi bid. Ja. Bidi bidi bid. Gott, das wird immer alberner. Ach ja. Ja, aber Star Wars Knights of the Old Republic hat damals eben, obwohl es eigentlich nicht so richtig direkt geeignet war für Xbox, hat trotzdem dann ganz gut eingeschlagen, weil an sich, wenn man sich daran gewöhnt hat und eben durch die gut umgesetzte Story, durch die guten Charaktere, die drin sind, und vor allem eben durch dieses, ja, was dort auch das erste Mal richtig prävalent wurde für die meisten, du kannst gut oder böse sein. No? Ja. Dieses Gut-Böse. Und das ist im Star Wars-Universum ja eh sehr, sehr schwarz-weiß. Ne? Gut Jedi, böse Sith. Ne? Und du konntest dann eh dann durch deine, ja, dieses BioWare-typische Entscheidungssystem, gebe ich mal positive Antworten, gebe ich negative Antworten. War das bei Knights of the Old Republic auch schon mit diesem Ring, glaube ich, wo du dann wie bei Mass Effect dann deine. Ich glaube wohl, aber ich weiß das alles nicht mehr so ganz genau. Weiß ich auch nicht mehr wirklich genau. Aber da wurde auch sehr, sehr viel Aufhebens drum gemacht, eben, ey, du konntest eben das große Sith-Arschloch oder sowas sein, da wird auch die Story dann dorthin gelenkt, und der Gute eben, und das ist das, was die Leute dann von Knights of the Old Republic auch dann dementsprechend überzeugt hat. Gute Story, eben diese variable Komponente, dass du gut und böse das dort machen kannst, je nachdem wie du agierst, dass es unterschiedlich ausgehen kann. Und und eben Charaktere-Story, das, was du kennst, hat dann auch auf der Xbox gut eingeschlagen, auf dem PC glaube ich noch einen Tacken besser. Ich glaube, es ist auch ein sehr beliebtes Spiel gewesen, so generell. Mm, Weiß ich bin ja potenziell immer von diesem ganzen Gut-Böse-Gedöns Ich bin ja potenziell von diesem ganzen Gut-Böse-Gedöns ja immer nicht so ganz so begeistert, weil... Ja, du merkst es, wenn du einige BioWare-Spiele gespielt hast, dass es doch sehr Makulatur ist, was dieses Gut-Böse dort angeht, weil im Endeffekt änderst du nicht wirklich was am Ablauf und an der Szene, sondern das sind Detailfragen. Wir haben das im Beitrag zu Dragon Age nochmal dargestellt durch sozusagen die BioWare-Kurve, wie sie funktioniert, wenn man sich den Spielablauf von einem BioWare-Rollenspiel als gerade Linie vorstellt. Und den Weg, den man selber beschreitet, je nachdem, ob man seine Entscheidungen als Arschloch oder als Gutmensch oder sowas dort trifft, eigentlich bewegst du dich nicht weit weg von dieser Linie weg, sondern du hast kleine Abweichungen nach oben, nach unten, da ist vielleicht mal ein anderer Charakter tot oder irgendwie sonst was passiert ist, aber du bleibst eigentlich auf diesem kompletten Strang drauf, wie die Geschichte aufgebaut ist, was natürlich ganz cool ist in der Hinsicht, wenn du die BioWare-Spiele ein einziges Mal spielst, dann erlebt eigentlich jeder, der spielt, ein leicht anderes Abenteuer. Ne? Du hast deine eigene... Das ist richtig. Und es ist ja auch im Grunde nichts dagegen einzuwenden. Weil, also gar nichts. So, weil es ist ja auch cool, dass du musst ja auch im Spiel eine gewisse Entscheidungsfreiheit haben. Mich nerven nur, wie ich immer diese PR-Sprüche mit denen, Spiel ist gut oder Spiel ist böse. Es wird immer komplett anders sein. Und das ist es einfach in Wirklichkeit nicht. Sondern es ist recht ähnlich. Mein Kumpel Hannes hat dann... Der hat ja immer tagsüber bei uns gearbeitet und die Nächte dann durchgespielt. Klar. Hat dann gleichzeitig Mass Effect einmal auf gut und einmal auf böse gespielt. Gleichzeitig, ja. Immer irgendwie eine Weile gut, eine Weile böse. Mich wundert's bei Hannes nicht. Mich wundert's auch nicht. Die Böse war auch eine Frau, die aussah wie Pulaski. Sehr gut. Ey, das hält mir sehr, sehr lustig vor. Dr. Pulaski. Auch, genau. Und, hat dann aber tatsächlich nach einer gewissen Spielzeit das Böse aufgegeben, weil es war eben dasselbe und er fand es einfach nicht so interessant. Genau das. Ich hatte mir das extra beim ersten Mass Effect noch so aufgespart, den ersten Durchgang als Gutmensch, als Paragon, glaube ich, dann durchgespielt, dass auch schön die Leiste dann hoch ist, immer die positiven Entscheidungen. Ja, und dann, okay, jetzt der zweite Durchgang, ne, habe ich Bock drauf, weil ich spiele gerne Rollenspiele auch nochmal ein zweites Mal durch. Auch selbst wenn es... Und ein drittes und ein viertes. Wo hast du eigentlich die Zeit, Herr Gregor? Das Problem ist, ich spiele dann weniger neue Sachen, sondern ich spiele dann trotzdem... Nee, die spielst du ja auch. Ich spiele die ein bisschen. Du spielst alles irgendwie. Eigentlich schon, ja. Ist ein bisschen traurig, ne? Oder schläfst du gar nicht? Nee, nicht wirklich. Ich habe seit 2004 nicht mehr geschlafen. Ich spritze mir intravenös Koffein in die Augen wieder, damit das funktioniert.
Aber ich habe es probiert nochmal mit Mass Effect eben das auf Böse durchzuspielen und gedacht, oh, mal sehen, was dort jetzt passiert. Außer dem kurzen Ausgang der Szenen, ich habe es auch aufgegeben, 2-3 Stunden rein. Es hat mir nichts mehr gebracht. Ne? Ich habe mir dann auch eher gedacht, wieso habe ich mir die Mühe gemacht, hier den Gutmenschen zu spielen vorher? So habe ich bei Mass Effect 2 dann auch angegangen. Ich habe einfach die Entscheidung so genommen, wie ich mich gerade gefühlt habe zu der Sekunde. Weil genau. Das macht am meisten Sinn einfach, egal ob gut oder böse. Ich frage mich, ob das vielleicht mal so eine Sache ist, das hat ja auch Peter Molyneux, glaube ich, gesagt, nach Fable 1 haben sie mal irgendwie eine Umfrage gemacht, da ging es ja auch darum, kannst du gut oder kannst du böse spielen. Sie haben eben rausgefunden, 80% der Leute hat es auf gut gespielt, ja, weil es fühlt sich vielleicht auch irgendwie ein bisschen besser an. Ob du mal so ein Spiel machst, wo du vielleicht wie ein Schauspieler agieren musst und in irgendeiner Rolle agieren musst, wo dir gesagt wird, du musst jetzt auch mal kreativ böse agieren und es ist jetzt deine Aufgabe, dich so zu benehmen. Weil ich persönlich bin ja auch ein netter Mensch, ist ja bekannt. Ich habe dann auch mal Mitleid mit denen in dem Spiel und ich will denen auch nichts Böses tun. Ich habe in Mass Effect auch die Alien-Frau überleben lassen und dieses ganze Zeug. Ich sehe da auch keinen Grund drin. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie, es macht auch eigentlich nichts. Nee, es ist wieder der Natur einfach. Und speziell, was dir als Gamer auch eingebläut wird, alle Spiele, die du vorher gespielt hast, du spielst eben den Helden, du rettest Leute und du fühlst dich, das ist ja Selbstbestätigung, du fühlst dich dann gut, wenn das dann dort passiert. Und wenn ich dann dort hingehe und kleine Babys trete oder irgendwie sowas, ich fühle mich nicht gut im Spiel dabei. Ich meine, ich habe ja auch nichts dagegen. Ich finde es auch, Dungeon Keeper oder sowas, natürlich macht das auch Spaß, das Arschloch zu spielen. Das ist die überspitzte Form bei Dungeon Keeper. Ja, ne? Aber ich muss irgendwie motiviert sein. Ich glaube, bei Mass Effect 2, das habe ich jetzt persönlich ja noch nicht gespielt, ich habe nur das gesehen, was Simon da gemacht hat, sah für mich das Böse auf jeden Fall kreativer aus, die Leute mal aus dem Fenster zu schmeißen. Das fand ich jetzt schon wieder. Das ist eine Sache, da kommen wir bei Mass Effect 2 auch drauf zu sprechen, wenn es sowas ist. Das ist aber auch nur sehr Makulatur, diese Quicktime-Events, die sie jetzt eingebaut haben. Ich spreche es kurz mal an. Mhm. Du hast dort in den Cutscenes das Neue, was sie eben dort reingetan haben, nicht nur, dass du in den Dialogoptionen positiv oder gut oder böse wählen kannst. Und es ist bei Mass Effect ja sehr, sehr schwarz-weiß. Gute Entscheidungen sind blau, sind oben immer. Schlechte oder besser gesagt böse Reaktionen sind rot, sind unten, dass du immer weißt, was ist gut, was ist schlecht. Ja. Das sind so Quicktime-Events, die in manche Zwischensequenzen eingebaut sind. Dann ploppt immer auf an der Stelle, du kannst nicht entscheiden, gut oder böse, sondern es ist entweder nur gut oder nur böse. Ja. Und du kannst diesen Quicktime-Event entweder aktivieren oder nicht aktivieren. Mhm. Na? Und jedes Mal, wenn sowas auf dem Bildschirm geploppt ist, egal ob es gut oder böse war, ich war eigentlich fast schon verpflichtet, das zu machen. Man will wissen, was los ist. Ja, genau. Wenn du es dann einfach dann weglässt, dann es lacht dich fast schon aus, taunt sozusagen. Ne? Ja. Es blinkt vor dich her. Drück mich, du Taste. Ne? Drück mich, du Taste? Drück mich, du Typ. Die Taste sagt ja, drück mich. Das macht keinen Sinn, aber es ist Makulatur wie vieles. Weißt du was? Da dann habe ich nämlich folgende Idee. Wird bestimmt auch geklaut. Macht nichts, ich würde es gerne spielen. Stell dir mal vor, du hättest ein Spiel wie Mass Effect, aber du würdest gleichzeitig Shepard spielen und den Bösewicht Saren. Und du müsstest es einmal auf gut spielen, aber du würdest deinen eigenen Bösewicht spielen und du würdest eigentlich gar nicht wissen, wer gewinnt, weil du spielst beide und es gibt am Schluss einen Kampf, wo du dann mit allen Sachen, die du dir ausgestattet hast, weißt du, da geht's, weißt du, was ich meine? Ich weiß, hast du Breath of Fire 4 mal gespielt? Das ist genau die Geschichte. Offensichtlich nicht, aber nee, was ist das? Was japanisch ist? Nee, Breath of Fire, japanische Spieleserie, Rollenspielserie, die dann immer sehr, es geht immer um den Kampf gegen Gott oder irgendwie solche Geschichten und immer. Meistens. Es ist immer so Gottheiten, die dann, und du, der Hauptdarsteller, ist ein Drache, der in Menschengestalt rumläuft. Breath of Fire 4 ist exakt genau dieses Konzept. Das fand ich auch super geil. Ist auch ein Spiel, was mich extrem geflasht hat. Ist natürlich sehr japanoid. Wieso haben wir das noch nicht ausgegraben? Ich würde es sehr gerne ausgraben. Ich hatte es auch schon drin in der Top 5 gehabt mit Szenen dort drin. Du fängst das Spiel an, du hast eine zweigleisige Struktur. Mhm. Du spielst ein Kapitel als der Hauptdarsteller Ryu, der ist dieser Drache in Menschengestalt. Und dann hast du Kapitel mit einem Typen, der heißt Fu Lu. Das ist, der sieht... Ja, der Fu Manchu kenne ich. Ja, es ist sehr chinesische Bildsprache oder sowas ist dort mit drin. Mhm. Und der wacht auf, irgendwie, also der normale Hauptdarsteller Ryu ist irgendwie, hat seine Erinnerung verloren, ist ja klar, ne, kann sich nicht mehr wirklich. Ah, für die Top 5. Würde auch dort mit reinpassen, aber geht dann eben durch die Welt und erlebt sein Abenteuer aus der Sicht von ihm aus. Und dieser Fu Lu wacht dann eben in einem Sarg oder in einem Schrein sozusagen auf. Und erlebt die Geschichte von seiner Seite aus und der wird dort auch mit anderen Sachen konfrontiert, wie so Völkermord und einem verrückten Diktator, der Leute zu
der aus Leuten Energie macht, damit er eine Kanone damit befeuern kann und solche Geschichten. Und du erfährst im Laufe des Spieles eben, dass Fulu und Ryo die gleiche Person eigentlich sind. Zwei Aspekte einer Person. Hast du mich gerade gespoilt? Ein bisschen. Aber du wirst das eh nicht spielen. Das ist recht. Ein altes PlayStation 1 Rollenspiel, ja, von 2001. Stimmt. Na gut. Ja. Es ist eigentlich die gleiche Person und wenn du genau hinsiehst, sehen die auch gleich aus, nur natürlich mit anderen Haaren, anderem Look und so weiter. Mhm. Nur sie sind beide Teile einer Gottheit, eines Drachengotts sozusagen. Und du weißt eigentlich nicht wirklich, wer gut oder böse ist. Das wird eben dadurch definiert, glaube ich, durch die Erlebnisse, die die beiden haben, dass es am Ende auf eine Konfrontation zwischen den beiden hinausläuft. Und du kannst dich auch wirklich entscheiden dann am Ende, wer gibt ein sozusagen. Ja? Bist du als Ryu, den du dann steuerst, am Ende gibst du dem Fulu ein und sozusagen, dass dir dann als Gottheit irgendwie dort, dass er dominant ist, oder willst du vielleicht doch lieber Fulu besiegen als Ryo, dass du dann mit den Freunden, die du kennengelernt hast, deine Welt nicht als der große Drachengott dort unterjochen willst. Und das ist alles so genau in dieser Struktur aufgebaut. Sehr, sehr geil gemacht. Eins meiner Lieblingsspiele auf der PS1 und auch sehr ungewöhnlich. Ja, sowas finde ich irgendwie viel geiler. Also, ja. Ist ja bei Paper Mario auch, ne? Ist bei bisschen anders. Ja, Paper Mario 1 immer noch ist besser als jedes Final Fantasy. Paper Mario 1? Paper Mario 1 auf dem N64. Das habe ich nie gespielt, sondern nur das auf dem... Auf dem Gamecube ist es ein bisschen schlechter, Paper Mario 1. Das kann war ich schon auch immer gerne geil. Wieder. Das ist rollenspielmäßig so weit drüber über jedem Final Fantasy, das erste Paper Mario. Da werden die... Oh, ich habe es mir gerade gekauft auf eBay. Stimmt. Sehr gut, ja, sehr gut. Also, Paper Mario auf der Dingens da, auf dem Gamecube fand ich schon unfassbar. Und auf dem Gamecube ist es nur halb so gut wie die N64-Version. Echt, ja? Ja. Oh, geil. Ja. Was da an Ideen und lustigen Sachen abgefeiert wird, das geht auf keine Kuhhaut. Es ist in meiner Top 3 der Lieblingsrollenspiele, Paper Mario, vor jedem Final Fantasy. Das allererste. Trotz dem ganzen Charme. Mit diesem kleinen Japano-Exkurs. Ausschweifung. Ja. Die Mythen-Matcher Ausschweifung. Knights of the Old Republic war, ja, aber das sind die ja gewohnt hier, die Zuhörer, dass wir mal ein bisschen reminiszieren und Tangenten machen hin und her und dann wieder doch zum Thema zurückkommen, was wir jetzt nämlich tun, nach Gemüse, Star Wars Knights of the Old Republic 2003, ist BioWare gefolgt mit einem weiteren Spiel für Microsoft Xbox erstmal hauptsächlich gedacht und ja, es war quasi Knights of the Old Republic in Asien, Jade Empire. Ja. Wie lange hast du Jade Empire damals gespielt, bevor du es aufgegeben hast? Eine halbe Stunde. Ging mir relativ ähnlich, ehrlich gesagt. Jade Empire, du bist. Ich hab's allerdings tatsächlich auf meinem Arbeitsrechner. Ne? Mhm. Immer mal, wenn ich mal Bock drauf hab, spiele ich's. Ich hab's tatsächlich jetzt noch nicht gespielt. Nee, aber es steht parat. Ne? Ich glaube, Jade Empire ist auch das Spiel, was ich am meisten in meiner Sammlung habe. Ich habe einmal die originale Xbox-Version, einmal die Platinum Green Xbox 1-Version und ich habe mir, glaube ich, für 2 Euro nochmal die Special Edition für den PC gekauft, weil die hübscher ausschaut. Verständlich. Aber ey, das Spiel wurde so verramscht, ich glaube, ich habe insgesamt nicht mehr als 10 Euro für alle drei Versionen ausgegeben. Nee, gibt's auch immer noch für 10 Euro. Ich finde es auch ein bisschen schade, das war so in der Zeit, wo ich echt keine Zeit mehr hatte für das ganze Gedöns, weil das war, ist ja, glaube ich, ist eine Eigenkreation vom Bio. Es ist eine Eigenkreation, nicht mehr eben, ja, nicht basierend auf einem bekannten Universum wie AD&D oder wie Star Wars, sondern sie bauen ihre eigene Mythologie drumherum, um eben, ja, Martial Arts, chinesische Weisheiten. Tolle Idee eigentlich, ja. Eigentlich eine tolle Idee und ich denke mal, in den Grundfesten ist es wohl auch ein gutes oder okayes Spiel maximal oder sowas. Also du wirst wohl nichts falsch machen, wenn du es dann dort spielst, aber mich hat es von Anfang an nicht so sehr geflasht oder nicht so sehr gefesselt, wie dass ich bei Star Wars dann nochmal, ja, dann mich wirklich dann dazu bringe, das weiterzuspielen. Und ich glaube, zu den Zeiten damals auch, da gab es parallel echt viele solcher asiatisch angehauchter Spiele. Ich kann mich erinnern, auf der Xbox 1 gab es eins, das hieß Sudeki, was von einem... Sudoku kenne ich. Sudoku fast nah Sokoban dran. Sokoban kenne ich. Nah dran, was so auch von einem westlichen Entwickler, wie sich westliche Entwickler vorstellen, dass Japaner Spiele machen, gemacht wurde. Mit großbusigen Zauberfrauen und Martial-Arts-Typen. Eingebaut mit Ego-Shooter-Passagen, ganz komisches Ding, und da hatte ich keinen Nerv mehr auf Jade Empire mit einem ähnlichen Universum. Ja, ja, klar. Und das ging vielen eben so, dass das. Ist eigentlich ein bisschen schade so, ne? Weil wir schreien ja auch immer nach Innovation und hast du nicht gesehen, aber am Schluss endet es dann wieder bei Fantasy und bei Science Fiction. Ja, obwohl Science Fiction ist zum Glück nicht mehr so ausgelutscht worden, wie extrem das beim Fantasy-Bereich war. Stimmt. Ich bin so, also ich bevorzuge die Story eines Mass Effect immer noch 3 Milliarden Mal gegenüber einem Oblivion oder sowas, was mich nur noch angepisst hat. Du bist im Land und König ist
Das hingegen fände ich sehr, sehr, sehr lustig. Das ist so ein bisschen wie dieser Hund bei Loriot. Die Sprachausgabe auch so. Denkt dir deinen Teil. Das Spiel braucht gar nichts mehr machen. Wenn es wenigstens das gewesen wäre, aber viele Fantasy-Sachen bestehen ja nur meist daraus, du hast exakt die gleiche Story. Ja. Und dann heißen die Elfen, die Dunkelelfen, heißen sie diesmal Nachtelfen oder genau, und es gibt immer Orks, es gibt immer spitzohrige Leute, es gibt immer einen König, der irgendwo stirbt und du bist der uneheliche Sohn und irgendwelche solchen Geschichten, dass wenn ich mal König bin, ne, weißt du, was ich dann als erstes mache? Was machst du dann? Ganz viele Frauen schwängern. Ja. Und allen Kindern so ein komisches Tattoo in Form einer Krone auf dem Hintern tätowieren. Und wenn sie dann irgendwann mal alle kommen und sagen, ich bin übrigens der uneheliche Sohn und der Nachfolger des Thrones. Er auch. So. So behalte die Idee, wir müssen mal irgendwann wirklich so ein selbstbasiertes Rollenspiel oder sowas bauen. Das auch. Ist ein super Quest. Also eigentlich, der durchgeknallte König. Ich bin sowieso der Ansicht, ich weiß ja nicht, wie viele Leute deine Podcasts hier hören. 8 Millionen mindestens. Wahrscheinlich nicht so viele. Danke. Ich mag ja auch niemand, bekanntlicherweise. Ja, aber jetzt, weil du Grieche bist. Weil ich Grieche bin, aber zum Glück riecht man das nicht über die Podcasts. Aber wenn jetzt genug Leute sagen würden, macht uns ein Rollenspiel, wäre ich durchaus bereit, ja, mir so einen Baukasten zu nehmen und irgendeinen von unseren unnützen Grafikern dazu zu verdonnern, irgendwelche Sachen zu bauen. Also man müsste mich nur ein bisschen überzeugen. Ihr habt's gehört, Leute. Also und mir auch sagen, wie schön ich bin und wie nett. Schönheits- und solche Bekundungen bitte podcast@game1.de. Ich werde dafür sorgen, dass das alles an Uke weitergeleitet wird. Generell ja. Sowas ist mein total gerne. Geldgeschenke und Naturalien dann auch an die bekannte Adresse. Ne? Wir freuen uns immer über jeden Schinken, der vor der Tür steht. Bratkartoffeln esse ich auch sehr gerne. Mit Speck. Zwiebeln. Bratkartoffeln mit Speck und Schinken. Jade Empire hat... Achso, ja, Jade. Ja, Jade Empire. Raymond Empire, Jade, das wäre ein Spiel zum Beispiel. Das würde ich sofort machen, weil sie geil. Das musst du gleich erobern, das Empire, ne? Ja, genau wie Jade Raymonds Beachvolleyball. Lass uns nicht abschwenken, wo waren wir gerade? Ja, Jade Empire ohne Jade Raymond. Die hat ja auch gerade geworfen, vor ein paar Monaten, ne? Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. An den Mann. Ein kleinen Alter ihr. Aber darum geht es nicht. Jade Empire hatte damals eben in den Zeitschriften, glaube ich, auch, ja, man kann fast schon sagen, mittlere Wertung mit so 80% dann bekommen. Muss man heutzutage Dreck. Ja. Rotz. Fasse ich nicht mehr an. 80%. Alles unter 97% fasse ich nicht mehr an. Ekelhaft. Es ist eben leicht unter den Erwartungen geblieben, aus welchen Gründen auch immer. Die Leute sind nicht warm geworden mit dem asiatischen Universum. Das Gameplay hat sich nicht signifikant verändert oder verbessert gegenüber Knights of the Old Republic. Auf jeden Fall war das eher so der gute Titel, aber nicht das herausstechende Ding, was BioWare danach die spätere Zeit oder die spätere Entwicklungszeit von BioWare definiert hat. Und Knights of the Old Republic 2 war nicht mehr von BioWare, was nochmal dazwischen rausgekommen ist, war eben Obsidian. Waren die dann schon Obsidian oder waren sie noch Black Isle? Die waren Obsidian dann schon. Ich glaube, das war eine der ersten Arbeiten, die Obsidian dann sozusagen bekommen haben. Mhm. Und waren dort, gilt vor allem auch eben schlechter als das erste KOTOR, weil die alles, was sie ins Spiel reintun wollten, die sind, glaube ich, in der Mitte mussten die aufhören. Ne? Also LucasArts oder wer auch immer dann die entsprechend das Geld rausgegeben hat, die wollten das Ding auf den Markt schmeißen und es sind irgendwie ja nur 50-60% vom Spiel eigentlich im Spiel gelandet, die auch drin sein sollten. Leute, die dann die Discs untersucht haben, haben teilweise komplette Planeten dort gefunden, wo der Code schon drin steht, die noch nicht herausgearbeitet waren eben, die dann eigentlich noch zur Story beigetragen hätten. Und da ist eben leider eben so ein halbfertiges Produkt rausgekommen, das immer noch gut spielbar ist, nett ist, aber bei weitem nicht mehr mit dem ersten KOTOR mithalten kann. Hm. Ja, deshalb hätte man sich gefreut, wenn ein richtiges Knights of the Old Republic 3 dann gekommen wäre von BioWare, es kommt ja als, ja, genau. So kann man das ja beschreiben. Ja, das bleibt uns dann später übrig. Was nach Jade Empire dann ja für mich mit eins, ja, die beste Serie jetzt von BioWare sozusagen ist, angefangen 2007 als exklusiver Xbox 360 Titel mit späterer PC-Umsetzung Mass Effect. Ja, super geil. Mass Effect, großartig, fantastisch. Lange Zeit eben, also ich meine, ich habe während der Game One Zeit immer die Entwicklung da beobachtet. Von dem Spiel haben wir immer durch Trailer dann gesehen und neues Material kommt dazu. Und es sah eigentlich immer schon ganz cool aus, wie Mass Effect zusammengebaut war. Und ich muss mich damals am Anfang noch ein bisschen überzeugen, willst du es jetzt spielen, willst du es jetzt nicht spielen? Das ist jetzt so, ja, weil ich da auch schon ziemlich, ja, viel Japanisch natürlich dann dort Zeug gedaddelt habe. Mass Effect trotzdem gekauft, ich war total geflasht. Ja. Absolut von den Dingen. Also wenn du nur ansatzweise
irgendein Interesse an Science-Fiction und Science-Fiction-TV-Serien oder sowas hast, sei es Star Trek, sei es im Speziellen, was Mass Effect auch, wo sie extrem viel davon sich inspirieren haben lassen, Babylon 5 zum Beispiel, das mit dieser ja, großen Raumstation, wo das stattfindet, anstatt Babylon 5 ist es eben die Citadel, aber die unterschiedlichen Völker. Ich unterbreche die einfach, weil sonst hörst du ja auch nicht mehr auf. Das, danke. Das, so ein bisschen ähnlich ist es auch wie das Halo-Universum, ne? Mit diesen großen Raumstationen und mit den Forerunners oder mit den, wie hießen sie jetzt bei Mass Effect? Die ganz alten, die vor 50.000 Jahren. Ach so, die Proteaner. Proteaner, ja, Proteans, ja. Schon ein bisschen ähnlich. Schon ein bisschen. Also was mich an Mass Effect total gerockt hat, war, also erstmal deren, da war ja der Erzählanspruch, wie machen wir eine geile Story, das habe ich irgendwo mal gelesen. Die Tatsache, wir packen einfach so viel Story rein und so viel Background und Hintergrund, dass du eigentlich nur 5% davon mitkriegen kannst. Mhm. Und du hast eine so reiche Welt. Du kannst ja zu jeder Rasse, die es da gibt, gibt es einfach nochmal 15 Seiten, wo es beschrieben wird. Mhm. So hier diese, wie hieß der nochmal, mein Lieblingscharakter, der mit den Riesenbuckel. Achso, Rex. Ja, Rex, oh, not Rex. Ja, okay. wie hieß die Rasse? Das sind die... Bukelianer? Was weiß ich. Die, weißt du, die mit ihrer Riesen... Krogana. Krogans, genau, die Krogans. Dieses, dass die damals von dieser komischen Seuche ausgerottet worden war. Die Frage sozusagen, die, ja, auch direkt aus Voyager Fage geklaut. Echt? Ja. Nein, in Voyager gab es ja auch die Frage sozusagen. Welche Rasse denn? Die Vidianer am Anfang von Voyager, die dann aufgefressen wurden sozusagen, in welche die Organe immer klauen mussten. Ach, die? Die Vidians. Ach, das denn ja. Ach, ein bisschen stimmt. Ähnlich. Ja, ein bisschen du hast ähnlich, recht, was das angeht. Aber das fand ich geil und vor allem fand ich geil, das war einfach total beeinflusst von diesen 80er Jahre Space Operas und die Musik. Die Musik und die Grafik, super. Ja, du konntest auch diesen Filter, den konntest du auch ausstellen, dass dieser leichte Kriselfilter drüber war. Wie geil! Hannes hat den ausgestellt, weil Hannes versteht sowas nicht. Nee, Hannes. Aber ich habe mir auch den Soundtrack runtergeladen, diese Sinti-Sounds, alleine diese Klangbilder, die dadurch gemalt werden, hat so gerockt. Ich bin einfach nur durch die Zitadelle gerannt und fand es einfach geil. Musste immer an Buck Rogers denken und diese großen weißen Wände. Genau, Buck Rogers und es wirkte wie ein hochwertiger Science-Fiction-Film, den du einfach mitspielen konntest, ne? Und als Space Opera war ja das Genre. Ja. So, ja. Das war so schöne klassische Space Opera, aber mit modernen, geilen Thema, mit coolen. Super inszeniert und vor allem, du meintest ja auch 4 oder 5% hast du vielleicht mitbekommen, aber das, was du mitbekommen hast, es ist zum Glück nicht ein Spiel, was du nur verstehst, wenn du nur die Background-Informationen liest. Das war eben was du aktuell bei Final Fantasy 13 gehabt hast, ne, wo ich dann im Beitrag hier angemerkt habe, hey, Erzählstruktur ist ein bisschen komisch und du bekommst das meiste nicht mit und wirst mit komischen Begriffen zugeschissen. Final Fantasy 13 erwartet von dir, dass du ein extensives Log, was dort aufgeführt wird, wo alle Hintergrundbeziehungen dort... Frech. Dass du es lesen musst, weil innerhalb der ganz langen Cutscenes, die du dort findest, und die ersten 30 Stunden sind quasi eine lange Cutscenes, wird es nicht detailliert ausgearbeitet. Weißt du was, da soll es so eine annotated Version von geben. Weil es wurde dann einer das noch so erklärt dabei. Ja, eigentlich schon. Da gibt es auch immer die Schulversion so von Shakespeare und so, wo dann auch so, nee, mal so, damit ist gemeint, bla bla bla. Nee, aber hier bei Mass Effect war das ja einfach so, du konntest dir entweder, wenn da dieses Tüten-Alien in der Luft rumhängen, du konntest einfach nur zuhören und gucken, warum redet das so komisch. Oder, wenn du Bock hattest, konntest du es nachlesen oder dir von dem auch erklären lassen. Du konntest so tief rein, wie du wolltest. Ja, du hast innerhalb, das, was du mitbekommen hast von denen, war schon interessant genug und hat dir eigentlich schon viel genug erfahren, dass du dich schon informiert gefühlt hast. Ne? Dass du dann dich nochmal hinsetzen kannst und studieren kannst, die Möglichkeit ist hier gegeben, ist in vielen Spielen eben auch gegeben. Da mache ich das bei einem Mass Effect lieber, als dass ich mir in Fantasy Spiel X dann in irgendeine Bücherei dort gehe und dann steht so diese 800 Bücher dort drin, die erzählen, vor 300.000 Jahren war das und das und das und das. Ist die Frage, wie es dir vermittelt wird. So, ne? Das ist einfach das Ding und wie interessant das ist. Und da eben auch die Tatsache, dass du merkst, du kratzt nicht eben nur an der Oberfläche rum oder wie in vielen Fantasy Spielen ist einfach nur ein komplett aufgesetztes Ding, sondern also die Gesellschaften, die da erfunden haben teilweise für die unterschiedlichen Rassen, so kreativ, so fantasievoll. Also ich habe selten getan, Gregor, ich gestehe das, ich habe mir 2 Taschenbücher von Mass Effect gekauft. Oh, die sollen aber auch ganz gut sein. Ja, die sind von diesem Drew-Gedöns-Typen, der auch schon viel von dem Krams geschrieben hat und ich glaube da auch als Autor dran saß. Ich weiß nicht, ob sie gut sind, wenn man kein Fanboy ist, aber so die Vorgeschichte von Saren und so ein Krams... dauert nicht lange, bis man es gelesen hat. Echt toll. Und es macht Spaß. Und mir gefällt das ganze Universum. Es ist
Ja, es war sehr beeindruckend, wie die aus dem Stand eigentlich, das ist sowas, was du dort findest, das fühlt sich an wie ein etabliertes Universum, wo das stattfindet. Ne? Du hast die typische Geschichte von wegen Menschen, die dann sich den Alien-Völkern angeschlossen haben auf einer großen Station. Ja, was ich meine von wegen Babylon 5 oder auch Deep Space Nine, Star Trek Deep Space Nine, ist eigentlich aus dem Holz geschnitzt hier, Mass Effect, ist der ganze Spielablauf. Ja, Star Trek ist ja auch eine Space Opera, die ja, war dann aber ein bisschen totgelaufen. Genau, aber speziell eben, also das war der Unterschied oder das Große, was das Besondere, was an Deep Space Nine dort stattgefunden hat. Nicht, dass du eben nur diese eine Station hast, wo es stattfindet, sondern es war charaktergetrieben und von den Rassen her getrieben. In den ganzen Staffeln von Deep Space Nine hattest du unterschiedliche Feindbilder teilweise, wo die Leute ihre Zugehörigkeiten geändert haben. Also ich, am Anfang hattest du dann das Dominion, was als unsichtbarer Gegner irgendwie, du wusstest nicht, was es ist. Du findest raus, was es ist. In Deep Space Nine auf einmal schlagen sich die Klingonen auf deren Seite und du musst mit den Cardassianern, die vorher deine Feinde waren. Hm. Das war bei Deep Space Nine irgendwie diese richtige Opera-Struktur über 7 Staffeln aufgebaut haben, auch richtig geil geworden ist. Und Mass Effect hat sich für mich so angefühlt. Eben, du hast all die Rassen von den Kroganern, die quasi Klingonen in Spe waren, ne? Die Rex, Cardinal Rex. Und so, cooler, auf jeden Fall cooler. Ja? Und Asari, die dann mehr diese Empathen waren, die dann mit auch. Ja, aber vor allem auch, Entschuldigung, wenn ich hier Star Trek disse, aber schon, die ganzen Gesellschaften waren schon nicht einfach, da sind irgendwelche Aliens mit irgendwelchen Buckeln im Gesicht, sondern die hatten wirklich geile, soziale, ausgebaute Strukturen, die echt sehr unterschiedlich voneinander waren und auch sehr, sehr, sehr fantasievoll. Das ist der Vorteil, glaube ich, den BioWare dadurch hatte, dass sie ein Spieluniversum haben können. Erstmal natürlich das Visuelle, weil du bist nicht darauf beschränkt, einen Schauspieler mit CGI oder mit Nasen aufsetzen. Mit Huppeln, ja. Mit genau, dann, dass du dann. Wir haben ja noch ein paar, wir haben noch genug Huppeln für 3 Aliens da, Jungs. Exakt, du hattest dann eben diesen Schleim, der in der Luft steht. Mhm. Das kannst du eben in der Spielerumgebung, die dann geil umgesetzt, oder jemand wie Rex, das kannst du, einem Schauspieler kannst du kein solches Kostüm drauf bauen und nur CGI wird's kacke ausschauen. Haben die den optischen Vorteil, dass sie da schon mal ein richtig geiles, zusammenhängendes Universum machen können? Plus, die sind freier dadurch, dass sie sich, du hast ja keine 1-Stunden Erzählstruktur, wo du dann irgendwie kurz eine Rasse vorstellst. Was du an Hintergrundinfos von den Asari alleine, die dann, glaube ich, geschlechtslos geboren werden und dann sich entscheiden, erstmal nach 200 Jahren, ob sie dann mit irgendeinem Partner zusammen Nachwuchs haben und dann im besten Fall nicht mit der gleichen Rasse, weil wenn sie es mit der gleichen Rasse gelten, die als Reinblüter und die sind nicht gut angesehen in der Gesellschaft. Ja. Also solche Sachen, die kannst du dir heranschaffen, erfährst du und so weiter, erfährst du teilweise am Rande, kannst dich, wenn dich das interessiert, weiter informieren. Es ist geil und interessant gemacht. Correct. Und Mass Effect ist mein Rollenspiel-Lieblingsuniversum. Ja? Und nicht nur im Science-Fiction-Sinne, sondern das ist ein geiles Universum, wo ich gerne drin Geschichten erlebe. Wo du drin wohnen würdest, mit deinem eigenen kleinen Raumschiff. Nee, das nicht unbedingt. Das wäre mir wahrscheinlich. Obwohl. Du wirst wahrscheinlich gefressen werden. Es ist ja nicht so super schlimm. Ja, trotz aller Geth-Angriffe und Saren im ersten Teil und so und alles, was in Mass Effect 2 dann passiert ist. Ich werde dich schon nicht spoilern, okay. Keine Angst. Musst du spielen. Ja, mein Spiel des Jahres. Ich habe es vorletztes Wochenende beendet. Mass Effect 2, ich will den DLC jetzt nochmal weiterspielen. Ich habe fast alle Achievements freigeschaltet. Geil. Nerd. Wer ist nochmal mein Chef? Ich habe nur gehustet. Ja, wenn ich ein Nerd bin, dann. Aber du hast ja recht. Sind alle so Worüber wir nicht gesprochen? Ja, worüber wir nicht gesprochen haben bei Mass Effect. Sexzeug. Das Sexzeug sowieso. Strukturell, das, was schon in KOTOR angefangen wurde mit diesem Gut- und Böse-Entscheidung, wurde dort natürlich weitergeführt. Ja. Dort wurde es natürlich, es fühlte sich an wie so ein KOTOR, was nicht mehr die Fesseln anhat. Ne, okay, jetzt sind es nicht mehr Jedis, die Jedi-Kräfte dort benutzen, sondern es sind Biotiker, die dann ihre, mit Force-Power die Leute wegschleudern können oder irgendwelche Zauber und Jedi-Kräfte sich dann dort aneignen. Und du konntest natürlich die Beziehungen innerhalb deines Mitarbeiterstabs, der Nebencharaktere so weit führen, das hat auch den großen, großen Skandal dann in den USA gegeben, dass du dann mal ordentlich vom Leder ziehen kannst, wenn es soweit ist. Ne? Naja, ordentlich ist jetzt übertrieben. Ja, im übertragenen Sinne. Ne? Du konntest dich ja auch nicht nur, du konntest dich ja auch entscheiden am Anfang, ob du ein Mann oder eine Frau sein willst. Ne? Und konntest dementsprechend auch nicht nur schönen heterosexuellen Verkehr dort initiieren, sondern auch gleichgeschlechtlichen.
Ja, und das ist, aber das nur mit Aliens. Nur mit Aliens. Nee, ja, und stimmt, nee, mit der einen Frau. Wenn du eine Frau warst, konntest du mit der Menschenfrau, ja, mit dem Menschenmann oder mit dem Alien. Genau, mit der Asari, die sich ja eh nicht festlegt, ob sie Mann oder Frau ist. Ja. Na, das, innerhalb des Universums ist alles geregelt, was dort ist. Aber das, du konntest die zwischenmenschlichen Beziehungen sozusagen auf die Spitze treiben am Ende, je nachdem, wie du das Verhältnis zu den einzelnen Figuren, zu deinen Nebencharakteren entwickelt hast. Das ist auch zu einer Sache, die innerhalb von Spielen, also du kannst die Spiele, in denen die Charaktere Sex haben können, an einer Hand abzählen eigentlich, und in der es auch vor allem Samantha Fox Strip Poker, in der es vor allem nicht auch nur darum geht, ich zeig dir meine, der Satz war noch nicht zu Ende, Entschuldigung. Ja. Samantha Fox Strip, nee, es gibt wirklich echt eine Handvoll Spiele, wo ja, dann Sex richtig einigermaßen, ja, es sinnvoll macht eben, es macht eben Sinn in dem Dingens, weißt du, in den USA, wo das dann so stilisiert, oh nein, es verdirbt unsere Kinder. Ja, hat auch niemand die Szene dort gesehen, die auch sehr, sehr harmlos ist, wo super du eine harmlos Hinterbacke siehst, ja. Ja, so viel verrate ich dir vom zweiten Teil schon. Natürlich gibt es da auch Sexszenen, die natürlich auch harmloser jetzt dann präsentiert werden. Ne? Also da bewegen sich Körper und Formen und alles, was Tentakel? Sich dann... Tentakel? So weit wollte ich nicht gehen. Okay. Ja, in die Richtung habe ich mich auch nicht orientiert innerhalb des Spiels. Vielleicht beim nächsten Durchgang. Tentakophil. Nee, auf jeden Fall viel du konntest dich sehr involvieren. Sehr gutes Supporting-Cast eben gehabt. Ja. Mit Rex als... Da muss ich zu sagen, darf man das jetzt spoilern? Kannst du ja sonst rausschneiden. Da gibt's ja die Stelle, wo er vielleicht eventuell, kann es passieren, dass er nicht überlebt. Also ich will, das können wir, glaube ich, in Ruhe jetzt hier aussprechen, weil das Spiel ist mittlerweile 3,5, 4 Jahre alt. Ne? Und es ist vor allem je nachdem, es ist ja kein wirklicher Spoiler, ne? Weil je nachdem, ob was dort bei Mass Effect am Ende passiert, ob jemand überlebt oder nicht überlebt oder in welche Richtung die du dich entscheidest, da sind Entscheidungen, die werden aufgegriffen vom zweiten Teil und werden dort mit verbaut. Dann lebt diese Person eben oder ist tot in dem Universum. Das ist zweierlei Maß. Wir können ja nicht spoilern, wir sagen, ob das der eine oder das andere passiert. Das stimmt, muss man verstehe, noch erstmal spielen. Ja. Es gibt die Szene, wo Rex auf dem Planeten... Und bei mir war das tatsächlich so, und genau, so ein Planeten, und kann ihm passieren, dass er stirbt. Mhm. Und das hat mich so mitgenommen und aufgeregt, weil ich den so gerne mochte, dass der bei mir gestorben ist. Mhm. Als ich dann erfahren hatte, dass ich irgendwas falsch gemacht habe und das irgendwie doch noch hätte hinkriegen hast können. Hast du nochmal angefangen? Nicht nochmal angefangen, aber ich hatte zum Glück noch einen Spielstand. Oh, sehr gut, bin nochmal 2 Stunden zurückgegangen und habe dafür gesorgt, dass der überlebt. Ja. Weil ich den so cool fand. Das passiert ja auch nicht allzu häufig. Nee, das ist diese Bindung, die entsteht. Ja. Ne? Und das Konzept ist eben bei den BioWare-Spielen und speziell bei Mass Effect, dass du dann, wenn du die, du rekrutierst dein Team sozusagen, mit dem du es kommen immer mehr Leute dazu, als menschlicher Shepard, natürlich erstmal die Menschen, die dann in deine Crew kommen, mit Ashley und Kai dann, glaube ich, sind die ersten. Und dann kommen eben immer mehr Aliens dazu, Garrus von der Zitadell-Sicherheit und Rex als Klingonen-mäßiger Krieger, der dann dort unterwegs ist. Und die lernst du natürlich während deiner Aufträge, selbst wenn sie nicht direkt involviert sind in die Geschichte, dadurch, dass sie mitlaufen und Mitsprüche ablassen und kurz mit dir reden wollen und dann erweiterte Geschichten dort sind, die entwickeln einen Charakter und wachsen einen ans Herz sozusagen. Genau, und vor allem jedes Mal, wenn du wieder im Schiff bist, sie haben ja auch immer was Neues zu sagen. Und ja, du gehst dann runter und redest aufgebaut mit ihm. Genau, und erfährst ja immer noch ein bisschen mehr darüber und was machst du jetzt und so weiter und zack, zack, zack. Das sind ja praktisch einzelne kleine Storys, die noch so mitlaufen, wenn du immer weiter über die erfährst. Ja, und diese Bindung, die speziell in Richtung Ende dann entsteht, du kennst jeden Charakter eigentlich, die haben ihre Wandlung oder ihren Bogen mitbestritten sozusagen zum Ende hin. Also jeder hat ja seine Side-Story sozusagen. Ich glaube, bei Rex ist es irgendwie die Waffe seines Vaters, die man nochmal mitsuchen muss, was dann so die nochmal zu dir dann ranspeist. Und bei mir hat er überlebt beim ersten Mal, weil ich mich aber auch irgendwann am Anfang konzentriert habe, ich mache erstmal alle Side-Missions oder sowas. Ne? Du kannst Mass Effect 1 ja eigentlich in 10 bis 15 Stunden durchspielen, ja, wenn du wirklich willst. Die Hauptmission, ja. Wenn du dich wirklich auf die Hauptmission beschränkst, aber damit du natürlich dass es gut für dich ausgeht, bestimmte Situationen, wie das Rex überlebt zum Beispiel. Also kann ich ja schon mal spoilen, einfach Charisma. Charisma, also das Gute irgendwie ganz nach oben, diese Gesprächsfähigkeit. Genau, du musst das Charisma aufbauen, indem du eben deinen Charakter auflevelst. Nee, aber du musst, das ist diese eine Fähigkeit, wo zum Beispiel einige Leute sagen, diese positive, also nicht die, da gibt's so das Gute, wo du, also gute Sachen sagen kannst und das, wo du schlechte Sachen sagen kannst. Du musst eins von beiden, musst du einfach relativ hoch haben, dann kann er überleben. Es gibt ja Leute, die haben da gar kein Werk drauf gelegt und dann hast du den Pech. Nee, das ist aber etwas, was ich mir bei Rollenspielen dann angewöhnt habe. Das ist für mich eine der wichtigsten Fähigkeiten hier, dann Diskurs, diskutieren, Entscheidungen fällen. Das ist das gleiche wie bei Fallout 3 zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja auch den Skill, den du hochleveln kannst mit Negotiate oder Reden und so weiter. Und das bringt dir enorm viel, da das die Prozentwirkung dann steigert von den möglichen, oder dass du überhaupt diese Antworten oder Aktionen dann machen kannst.
Ne, bei Fallout 3 wird es dir sogar angezeigt. Jetzt hat, indem du dein Level, dein Skill hochgelevelt hast, dort hast du 93%ige Wahrscheinlichkeit, dass diese Antwort zum Erfolg führt. Ne, bei Mass Effect wird dir die Option dann, entweder ist sie ausgegraut, wenn du dann nicht fähig genug bist, oder sie ist da vorhanden. Ja. Ne, mir ist beim zweiten Teil auch ein Charakter weggefetzt später, weil ich meine, ja, ich war am Ende angekommen sozusagen, hat leider keine Möglichkeit mehr, diesen Wert aufzubauen, dass ich dann, und ich hätte irgendwie volle Pulle gut sein müssen, um diese Option wählen zu können vorher. Mhm. Also das hat mich zum Beispiel geärgert, dass ich das dort nicht mehr machen konnte, weil ich einfach, ja, ich wollte mit diesen Charakteren dort weiterspielen und das hat in der Stelle dort nicht funktioniert. Und es ist ja nicht nur die Rex-Geschichte, sondern es gibt dann auch nochmal zwischen deinen beiden Teammitgliedern, wie es aussieht. Die Entscheidung führt sich natürlich, wenn du den Spielstand dann mitnimmst, auch im zweiten Teil fort, je nachdem, für wen du dich dort entschieden hast, auf eine Suizidmission zu schicken. Mhm. Na, aber alles so kleine Geschichten, das ist das, was BioWare dann macht. Eben, du hast, am Ende musst du dann die schwierigen Entscheidungen treffen. Dann musst du das, wie was Jack dir, Bauer. Wie Jack Bauer oder wie eben, ja, was dir durch 800 Millionen Staffeln Star Trek, wenn du sie dann geguckt hast, eingebläut wurde, der Captain hat es einfach mal scheiße schwer. Der muss, ja, der sitzt nicht nur auf der Brücke, sondern der muss auch die schweren Entscheidungen treffen. Und da gilt es manchmal auch einen sympathischen Charakter oder jemanden, den du dir, den du jetzt gut kennst eigentlich, der eine bekannte Person ist, in den Tod schicken zu müssen. Ne? Und da musst du abwägen und entscheiden, was ist die richtige Entscheidung. Und das ans Ende zu packen, während du diesen Weg, diese Erfahrung schon gemacht hast über das ganze Spiel, ist das Coole und Clevere, wie Barbara das aufgebaut hat. Genau. Ja, worüber wir gar nicht gesprochen haben, natürlich das Ego-Shooter-Gameplay oder das Third-Person-Shooter-Gameplay. Ja. In Mass Effect 1 noch nicht ganz so gut verbaut, wie es hätte sein können. Also ich bin kein Shooter. Hat mich am Anfang auch ein bisschen verwirrt. Ich bin kein Shooter-Spieler und würde keine Third-Person, ja, es war mehr so eine Art Third-Person-Team-Shooter. Du bist als dein Captain unterwegs und machst eigentlich das typische, ja, wie von dem indizierten Third-Person-Shooter auf der Xbox, eben, dass du in Deckung gehst und dann aus der Deckung hervorlugst und ballerst und deine Leute drumherum agieren von sich alleine. Wenn die abkratzen, dann sind sie für eine halbe Minute tot und wachen dann wieder auf. Und als Nicht-Shooter-Gamer, ich fand's okay. Ne, ich konnte gut damit umgehen. Ich brauchte ein bisschen und dann ging's. Ja, wenn man sich einmal dann eingefügt hat, ich fand's auch besser, also es hat dem Spiel wesentlich mehr Dynamik gegeben, dass es so funktioniert, anstatt diese typischen, BioWare-typischen, ich mach Pause und mach dann die Aktion. Du kannst immer noch anhalten, das Spiel geschehen, damit du dort deine Zauber auswählst, aber du kannst auch alles on the fly machen und richtig schießen. Und es ist vor allem auch ein Spielsystem, was wirklich auch als Shooter aufgebaut ist und nicht so ein gefakter Rollenspiel-Shooter. Ja. Ja, sowas wie, wie ist nochmal dieses komische MMORPG, was wir drin hatten, was Simon gespielt hat in Unterwäsche über 4 Tage lang in der Sendung. Tabula Rasa, was Richard, ja, und du weißt gleich, was gemeint ist. Tabula Rasa, ich hab's ja damals mit Simon hier für die Sendung gemacht und ich hab's mir angeguckt und das Teil hat so ein Gun-basiertes, Shooter-basiertes Gameplay, dass du rumläufst und auf Leute klebst, um mit der Knarre zu ballern, aber und auch richtig längs mit der Maus und auf den Kopf zielst und so weiter, aber es ist total irrelevant, ob der jetzt trifft oder nicht. Es hängt immer nur von deinem Zufallswert ab. Also du kannst auf den Kopf zielen, aber damit ist nicht garantiert, dass du einen Headshot machst. Ja, Blödsinn. Na? Und Mass Effect hat aber ein direktes Shooter-Gameplay. Wenn ich dort auf den Kopf ziele, dann treffe ich auch den Kopf. Du konntest ja aber aussuchen, ob du jetzt eher als Soldat spielst oder eben als Techniker oder das als das konntest du. Das Chaotiker. War auch wichtig in der Hinsicht, je nachdem, wie viele Waffen du tragen kannst. Oder ich habe immer so eine Rasse genommen, eine Klasse genommen, halb Marine oder halb Angreifer und halb Biotiker, dass ich noch meine Zauberkräfte dort habe, meine Jedi-Powers, die fand ich immer ganz angenehm, die Leute zum Beispiel hinter einer Deckung hochzuschmeißen. Erstmal hochhauen, wenn sie rumrennen, fliegen da oben, zack. Und dann zack, darauf. Das ist eigentlich schon ganz geil gewesen. Ja. Also so funktioniert halt. Ja, guckt der Pepper in das Fenster und lacht. Hässlich ist der, hässlich. Der wird sich freuen, wenn er das nochmal hört. Der hört sich die Sachen gern an, soweit ich weiß. Ja gut, das war im Grunde auch ein Lob für ihn. Ja, natürlich. Im Grunde ist er noch hässlicher und wenn man ihn nur hässlich nennt, das ist eigentlich schon total freundlich. Hey, Mass Effect 1, gutes Gameplay, mit dem Shooter-Gameplay, was funktioniert, ein paar nervige Sachen, eben immer ewig gleiche Side-Missions, die aus dem Baukasten dann entstanden sind. Das ist das Ding, weißt du, das hast du mir nämlich damals auch erzählt, oh, ich spiele jetzt mal alle Planeten ab und ich habe dann extra, als ich es gespielt habe, weil ich so geil fand, versucht total langsam zu spielen, weil ich mir was aufsparen wollte, aber diese Planeten waren nachher nicht mehr machbar, also da fühlte ich mich echt verarscht. Es ging irgendwann nicht mehr. So eine Komponente ist auch im zweiten Teil leider drin, kommen wir aber gleich nachher darauf zu sprechen. Aber das ist aber noch eine kleine Sache, die man Mass Effect eben anrechnen kann, dass es eben
in den Nebenmissionen nicht gut ist. Es kann ja auch vom Stand aus kein perfektes Spiel sein. Na, kann schon. Also ich finde es jetzt, ich fand es auch nicht weiter schlimm. Es hat mich da wieder, das, was ich vorhin sagte, total gewundert, wie man einerseits so geiles Zeug hinkriegt und dann aber auch nur so viel Schrott. Und ich weiß nicht, ob sie keine Zeit mehr hatten, ob sie es raushauen mussten, aber letztendlich hast du ja auch die Wahl, du musst es ja nicht. Und nee, du musst es nicht. Hast natürlich dann auch mit Konsequenzen zu leben, was das angeht. Naja, es geht schon. Also du kriegst es auch alles hin mit dem normalen Zeug. So. Und ja, es ist ja immer das, dass man sich ein bisschen ärgert und denkt, habe ich was verpasst? Und das hatte ich auch eine ganze Weile. Aber wenn du dann merkst, nee, ich habe nicht was verpasst, weil hier ist schon wieder dieser IKEA-Bauchladen da gedönst. Ja. Nee, Alter, dann sag mir, welche drei Planeten gut sind, dann gucke ich mir die an, aber den Rest muss ich jetzt nicht. Also ich habe auch noch irgendwie was anderes zu tun und das Wasser kocht und hab Hunger. Genau, was ich am Ende dann nochmal gemacht habe, ich glaube, ich habe die meisten Nebenmissionen gemacht, bis ich meine Charaktere wirklich gut aufgelevelt hatte. Für mich immer noch einer so der Magic Moments, dort das erste Mal auf dem Mond zu landen mit dem Mako. Ja. Weil das war eine geile Sache, da habe ich auch extra eine Top 5 hier mit reingetan mit den schönsten Spaziergängen, weil das fand ich geil. Ne? Du landest auf dem Mond, kannst, glaube ich, sogar hier die Flagge dort sehen mit dem Lunar Lander, so dort, wo Armstrong gelandet ist und alles. Und du siehst, ja, du fährst über die Mondoberfläche, das, was du eigentlich kennst, siehst im Hintergrund die Welt aufgehen. Schon ein geiles Gefühl einfach. War mit der Musik, also von der Präsentation her, alles schon echt ganz super toll gemacht. Andere Sache, die auch ein bisschen nervig war, das Mako, das Gefährt, womit du dann herumfährst auf den... Verdammt, ich habe mein Sushi im Kühlschrank gelassen. Du hast dein Sushi im Kühlschrank gelassen? Meine Makis. Dein Makis. Ob das noch gut ist? Ich hoffe, scheiße. Hoffentlich. Ne? Das Mako, das Gefährt, was man hatte, hat sich leider sehr, sehr schwer gesteuert. Du hattest manchmal, wenn du auf dem Planeten unterwegs gewesen bist, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum du viele Missionen auf dem Planeten hast zum Herumfahren. Du musstest lernen, wie mit dem Mako vernünftig fahren kannst. Aber es ist immer wieder auf den Füßen gelandet. Es ist auf den Füßen gelandet, aber es wollte oft nicht in die Richtung, in die du es gelenkt hast. Das wollte es nicht. Wie eine Katze eigentlich. Ja, genau. Haben sie auch dementsprechend weggelassen in Teil 2. Es gibt kein Mako nach klassischer Art mehr. Es gibt mittlerweile ein neues Ding, was du als kostenlosen DLC runterladen kannst. Ein Fluggefährt, Firewalker heißt es. So eine Art Flugraumschiff, was ballern kann, was eigentlich ganz cool ist, wenn sich cool steuert. Der Feuergänger auf Deutsch. Wie hieß das nochmal im Twin Peaks? Bla, bla, bla. Fire, walk with me. Fire. Fire? Nee, wie hieß denn dieses Gedicht, was er dann nachher sagt? Hm? Oh, das konnte ich mal auswendig. Fire, walk with me. Das muss ich gleich recherchieren. Musst du gleich mal recherchieren. Können wir als Addendum irgendwie dranhängen in den Fire, walk with me. In den Text. Mass Effect 1 ist auf jeden Fall ein geiles Ding und auch eins meiner Lieblingsspiele auf der Xbox 1. Correct. 2. 360. Auf der Xbox 360, Entschuldigung. Ja, es ist schon so lange her, ne? Es fühlt sich schon nach. Da waren wir noch jung, Gregor. Da waren wir noch jung und hatten wir noch Haare vor allem. Ende 2007. Also wir, das Royal We, ne? Mass Effect 1, echt gut gelungen 2007, großer Hit auf der Xbox, auf dem PC später und so weiter. Hat natürlich mit einem, so geendet, dass sich dann natürlich ein zweiter Teil gleich anbietet. BioWare hat auch später gesagt, das Spiel ist angelegt als Trilogie. Ja klar, ich meine, BioWare ist jetzt ja gerade so dabei, die bauen sich eben Universen, ne? Das sind ihre eigenen Sachen, die sie selber steuern, wo sie nicht mehr auf Lizenzen angewiesen sind, wie AD&D. Genau, sondern das ist jetzt ihr eigenes Ding. Und wenn sie da was reinbuttern, sind sie auch diejenigen, die das vermarkten können und eben mehr daraus machen können. Und ich glaube, es hat bei keinem Hersteller so gut geklappt, aus dem Stand ein Universum zu etablieren, wie bei BioWare mit dem Mass Effect-Universum. Und Dragon Age ist ja auch ein gutes, cooles Teil eigentlich. Weiß ich, basiert das auf AD&D? Da bin ich mir gar nicht sicher. Nein, das basiert doch auf... Das ist das eigene, ne? Hard Fantasy oder sowas haben sie es genannt. Serious Fantasy, irgendwie weiß ich noch. Irgendwie so ein Buch, das irgendwie heißt, irgendwie was Song, wo das irgendwie so... Song of Fire and Ice oder so. Ja, das hast du gesagt. Ich glaube, das ist da so vage drauf basiert. Ich habe es auch noch nicht. Ja, ich hatte damals für Dragon Age war ich damals ja in München und habe Interview mit dem Ray Musiker gemacht. Ne? Hatte mir zwischendurch übrigens noch erzählt, dass er gerne Castlevania spielt auf dem DS. Also musste ich irgendwo auch seine Inspiration daher holen. Aber der war sehr erpicht darauf zu sagen, hey, das ist nicht die typische Fantasy, wie er sie kennt. Ne? Und hätte es ja durchaus sein können, eben so wie sehr das mich Oblivion... Das bedeuten, wie ist nicht die typische Fantasy. Ja, so, da, es ist diese wir haben keine sanften Elfen oder irgendwie sowas, wir machen hier Harz. Oh, für Erwachsene. Ja, für Erwachsene bedeutet... Wie The Witcher, ja natürlich. Für Erwachsene bedeutet Sex und Blutspritze überall. Dann, auf jeden Fall, weiß ja jeder. Sobald man 18 wird, Kinder, gibt es Sex und Blutspritzer. Ja. Daran merkt ihr, dass ihr erwachsen seid. Das geht mir so am Geist. Ja, bevor wir zu Dragon Age jetzt kommen, die hatten ein Spiel zwischendurch reingeschmissen, das können wir kurz erwähnen. 2008, total, ja, ich hab's gespielt. Du hast es gespielt? Aber auch nicht weit, weil... Ich hab es kurz angetestet, weil ich hab's natürlich zu Hause als Sammler. Natürlich auch. Ne?
Aber es wirkt, also die Ankündigung alleine damals. War großartig, ich fand's so seltsam. Ich habe mich so drauf gefreut, weil ich dachte, was ist das für ein seltsames Ding? Das muss unbedingt gespielt werden. Ja, und dann ist es, ja, leider nicht seltsam genug, fand ich. Nee, aber du merkst schon, es ist BioWare, aber da gingen die Dialoge irgendwie gar nicht. Aber es hatte schon so ein bisschen das System. Ja, wovon das, reden wir eigentlich, wovon Gregor? Wir reden von, ja, wirklich eines der ungewöhnlichsten Nintendo DS-Spiele. Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Ja, wer sich schon immer mal gefragt hat, ey, das Sonic-Universum, das ist ja so viele tolle und ausgearbeitete Charaktere mit Sonic und Tails mit den zwei Schwänzen und Knuckles und sowas, lass uns da doch mal ein episches Rollenspiel im BioWare-Stil draus machen. Ja, und ich dachte, das wäre ein April-Scherz am Anfang. Wir machen mal ein Rollenspiel, wer ist denn dafür gut? Wer kann gut Charaktere schreiben wie Sonic und Knuckles? da können wir nicht einfach irgendjemand nehmen. Lassen wir BioWare machen. Die können auch die ganze Backstory nochmal ausarbeiten. Ja, und alleine das, ja, angekündigt Sonic Chronicles von BioWare, ein Sonic-Rollenspiel für den Nintendo DS, wurde schon gespürt, das passt, also nicht nur passt das zusammen vom Entwickler und vom Franchise, Sonic The Dark Brotherhood, wo Sonic in irgendwie so einer, ja, von beim ersten Concept-Art sah das so Sonic in der dunklen Stadt und dunkle BioWare-Charaktere, als ob er irgendwie in ein Dimensionstor reingefallen ist oder was auch immer dort passiert ist. Macht er auch ständig, oder nicht? Natürlich, ja, stimmt, ja. Einmal im Mittelalter und hat dann Hotdogs dabei, hier fällt er eben in ein BioWare-Rollenspiel rein. Ich fände es sehr lustig, wenn er in Mass Effect reinfallen würde. Oder? Das hätte ich geil gewesen. Sonic fällt durch alle Rollenspiele von BioWare durch und verändert dann. Das finde ich aber. Ja, das war eben Quatsch. Das Multiversum sozusagen. Man kann sich das mal angucken als BioWare-Fan auch, weil das einfach diese Absurdität dieser unheiligen Vereinigung, nenne ich es mal. weil du läufst ja auch, die Level sind ja auch praktisch diese Sonic-Level und es macht eben relativ wenig Sinn, aber es ist trotzdem irgendwo ein Rollenspiel und irgendwo auch Quatsch und irgendwie. Ja, auch vor allem, wenn du speziell siehst, worauf die Sonic-Spiele agieren oder basieren, ist immer Geschwindigkeit, Speed, ja. Laufen. Ne? Und natürlich Mario zum Beispiel ist das Gleiche, dass du eben läufst und springst dort, aber das ist, wie ich vorhin erwähnt habe, in einem Paper Mario perfekt eingebunden, ja. In einem selbstreferenziellen Humor mit unendlich geilen Gameplay-Ideen, die dort verbaut sind. Ja. Bei Sonic Chronicles hat sich so angefühlt, ich will mit Sonic laufen, der hält alle 5 Sekunden an, ja. Damit ich einen Gegner antippen kann, wo er so drauf springt. Ja, das ist die komplette Dynamik war dort. Ja, weg. Das, na gut, ich meine, hat Sonic noch Dynamik? Ja, nicht mehr wirklich. Es ist eh eine Leiche, die hin und her geschoben wird, aber das ist ein Thema für einen anderen Cast. Eben, ja, Novelty, kann man sozusagen nennen. Ja. Sonic Chronicles, rausgekommen 2008 auf dem Nintendo DS. Kriegt man auch, glaube ich, für ein Apfel und ein Ei hinterhergeschmissen, für Komplettisten sicher was Nettes, aber naja. Ja. Immerhin. Weißt du, was auch cool wäre, Gregor? Was denn? Statt so 1 Euro Geldmünzen, wo ein Apfel und ein Ei drauf ist. Dann gibt es das für ein Apfel und ein Ei, das heißt 1,25 Euro ja. Wahrscheinlich. Weiß ich ja nicht. Das wäre nicht schlecht. Müssen wir vorschlagen beim nächsten Regierungswechsel. Na, da kennst du dich ja mit aus. Bei euch Griechen ist das ja bestimmt auch bald der Fall. Oder? Ja, ich freue mich darauf, dass wir den Drachmen dann wieder bald zurück haben. Da darf ich wieder 8 Millionen Drachmen für ein Brötchen bezahlen. Ja, das oder für, ein Ball, für Sonic und Gedöns. Was mit die Sonic verstehe ich nicht. Ich hier nur arme kleine Grieche. Nachdem Sonic Chronicles 2008 rausgekommen ist, wir haben es kurz schon angeteased, Dragon Age Origins 2009 oder Ende 2009 rausgekommen, hatten wir ja auch hier in der Sendung. Ich werde den Beitrag auch nochmal verlinken. Das Buch haben wir sehr häufig in der Sendung. Also ich habe mich auch sehr, sehr kaputt gelacht. Unser damaliger Redaktionsleiter, der liebe Marc Quambusch, hatte dann ja von EA hat es ja gepublished damals, BioWare ist ja mittlerweile mit EA zusammengeschlossen und die haben als erste Version vom Spiel ein in Leder gebundenes Buch uns geschickt, mit dem Aufdruck vorne dran für Herrn Marc Quambusch, ne? Und wenn du es dann aufgemacht hast, dann hat tatsächlich der Dr. Ray Musiker dann gesprochen, hello, hier, wie war das nochmal? Hallo, hier ist Ray. Ich kann sehen, dass an deinem Anus und der Prostata ein wenig Probleme aufgetreten sind. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber er hätte das sehen können. Er hätte das sehen können. Also das wäre dann ein Doktorspiel gewesen. Aber mit personalisierter Message sozusagen, dass das Buch anfängt zu sprechen mit so einem Grußkartenchip. Und wir
schätzen das Buch so sehr, dass wir uns häufig unseren Moderatoren inzwischen an den Kopf werfen. Ja, ja. Die Szene muss ich dann auch nochmal verlinken. Wir sind, glaube ich, mit dem Bild sogar gelandet irgendwie bei den LOLcats oder hier bei irgendwelchen. Ja. German Television. Yeah, that's how it is. That's how it is, baby. Wenn es irgendwas mit dem Buch zu tun hat, wir haben es bei Moderationen benutzt, wo das Buch aufgeht. Das Tolle an dem Ding ist ja, es ist so deutlich als Buch erkennbar. Ja. Dass wir kennen sowas ja gar nicht. Und ich brauche es auch für meinen nächsten Beitrag, das habe ich dir ja schon gesagt, mit dem fliegenden Necronomicon. Ja, aber ich habe nicht zugehört. Nee. Ja, aber ich darf es ja eh noch nicht on tape verraten, was der nächste Beitrag ist. Wieso, aber wir haben doch gedacht, wir schminken Budi als Buch. Das könnten wir auch Buchi machen, aber. Oh Gott, das wird so dumm. Ja, als Buchi. Ja. Wir haben auf jeden Fall sehr viel mit dem Buch dort ein. Dort waren auch die Discs drin sozusagen von Dragon Age in der PC-Fassung und eine in Leder gebundene, oder besser gesagt, es war eine Karte aus Kunstleder, in die das Buch reingebunden war. Also super aufwendig. Hab ich übrigens geklaut. Du hast geklaut, die Karte. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, wir haben sehr viel daraus gezogen und natürlich aus dem Spiel auch dann, dass wir dann dementsprechend in der Sendung behandelt haben. Ich glaube, Folge 113, wenn ich mich nicht irre. Ich werde den Beitrag auch nochmal dementsprechend verlinken. Habe ich mir dann für die Sendung hier angeguckt. Dragon Age, für mich war es. Bitte? Haben du geatmet? Achso, ich dachte, du wolltest eigentlich. Wir haben es auch nochmal von den Hunden testen lassen. Wir haben es von den Hunden testen lassen, ja, zusammen mit Zusammenarbeit mit Drakensang 2 sozusagen. Dragon Age, ich war am Anfang, weil ich von Mass Effect eben so begeistert und so überzeugt war, ne, war es für mich ein bisschen schade, dass die wieder so leicht in diese, in die Fantasy-Schiene wieder zurückgehen. Ich hatte knappes Jahr vorher oder 7-8 Monate vorher war ich eben in München und habe Dr. Musiker dort, ich sag immer Besucher, ich weiß nicht warum, Dr. Musiker interviewt zu dem Spiel dort. Ich konnte auch die PC-Fassung ein bisschen anspielen. War für mich eben wieder so ein typisches PC-Rollenspiel, worauf ich momentan nicht so viel Bock habe, aber ich konnte sehen schon, okay, du hast Präsentation und Story-Level auf Mass Effect-Niveau. Eben, du hattest echt gut ausgearbeitete Grafik, du hattest große Charaktere, alle so von Kameraführung und Schnitt und so weiter. Alles cool wie bei Mass Effect, aber natürlich eine Fantasy-Story hinten dran. Im Interview hat der Doktor dann dementsprechend auch seine klassische, das ist Hard Fantasy, ne? Wir basieren auf dem und dem Buch und es ist epic, es ist anders als die typischen anderen Fantasy-Bücher. Das ist mir innerhalb des Spieles. Ich würde sagen, also nicht wirklich aufgefallen, ganz im Ernst. Glaube ich auch nicht. No? Weil es ist natürlich eine andere Art Erzählweise. Du hast natürlich auch das typische BioWare-Zeugs, ne? Coole Nebencharaktere, eigentlich ganz geile Geschichten, wie die Charaktere aufgebaut sind, wie sie dir ans Herz wachsen, was dort mit denen passiert, ist alles gut umgesetzt und ist eigentlich auch ganz geil. Du hast der Origins-Part, der dort mit dazu kommt, eben, dass du nicht nur das typische Gut und Böse hast, was dich immer ein bisschen abändern, sondern je nachdem, welchen Rasse du nimmst, weil das große ausgearbeitete Universum, was sie dort gemacht haben, hat eben dann die Elfen, die dann als Untergebene arbeiten von den reichen Menschen. Du hast dort hinten was anderes. Ich muss kurz das Handy ausmachen. Während Gregor das Handy ausmacht, hier eine kleine Werbeunterbrechung. Ich musste gerade wegdrücken. Da sind wir wieder. Gleich wieder anrufen. Mutter? Nein. wo war ich denn? Dass du den Anfang des Spieles, je nachdem für welche Rasse du dich entscheidest, gibt es 5-6 verschiedene Varianten, wie das Spiel anfangen kann. Wenn du ja als Mensch und als Klasse zum Beispiel als Magier bist, fängst du in der Magiergilde an. Ne, und dort das ist du, ja ganz unglaublich. Ganz stell unglaublich. Dir mal vor, du würdest in der Kriegerakademie anfangen oder, als Magier. Ja, oder du bist als Zwerg und würdest immer verprügelt werden. Zum Beispiel. Es ist auf jeden Fall so gemacht, dass du 5, 6, 7 verschiedene Varianten haben kannst, wie das Spiel anfangen kann in der ersten halben oder einen Stunde. Das sind diese Origin-Stories, die dazu kommen und danach erst dann sich das zu einem gewissen Punkt hinbewegt, von dort aus die Story dann konkret weiterläuft. Eine coole Idee zum Einstieg, was im Endeffekt dann dazu bedeutet, ja, nicht, dass du 7, 8 Mal durchspielen kannst, sondern du schaust dir, wenn du es vielleicht mal durch hast und noch Bock drauf hast, einfach die anderen Anfänge einmal an, wie das funktioniert. Also ein nettes Gimmick, nicht jetzt kein spielentscheidendes Feature, was mit dabei ist. Und eben die Story hat mich nicht wirklich so lang gefesselt, dass ich das wirklich mit Begeisterung durchgespielt habe. Ich habe es relativ weit gezockt, aber irgendwann auch liegen lassen. Echt? Weil ja? mich hat's nicht mehr motiviert irgendwann. Das ist aber auch, ich kreide das auch mir selber dann eher an als dem Spiel. Weil für die Leute, die da Bock drauf haben, ist es bestimmt auch sehr geil, aber ich bin ausgeklassig Fantasy sozusagen. Ich habe keinen Bock mehr auf klassische Fantasy und Tolkien-Ritter und Orks und so weiter. Ich habe das zu oft gesehen. Einfach. Und da bot mir Dragon Age persönlich nicht so viel Neues. Vielleicht irgendwann mal in der sauren Gurkenzeit, aber hatte mich nicht so weit überzeugt. Du hast es auch ein bisschen gespielt, glaube ich, ne? Nein.
Gar nicht gespielt. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Du bist nicht dazu gekommen. Ich muss immer arbeiten und so und Scheiß. Oh Gott, ja. Aber ja, du hast recht, man müsste eigentlich arbeiten und nicht so viel spielen dann. Ja, immer dieses, kommt dann echt immer in quer und dann muss man teilweise schlafen und essen, du ja nicht, aber irgendwie. Nee, das ist, ich hab's mir noch aufbewahrt. Tatsächlich, ich muss mir jetzt auch, ich habe nur die deutsche Version, die wollte ich auch nicht spielen, deshalb. Ja, das sollte man, wie gesagt, die sind okay, die Deutschen, sie ich sind, bin da sie sind echt passabel. Faschistoid, ich kann dann nur im Original spielen. Ja. Er spricht nichts dagegen eben. Für die, also man kriegt kein super beschisseneres Spiel, aber Englisch ist da auf jeden Fall zu. Ich ärgere mich immer. Ich höre jeden Witz, der versaut ist. Ich höre das. Ich schwöre dir, ich höre das. Und es ärgert mich. Und dann denke ich mir, wie wäre es wohl gewesen? Und dann überlege ich die halbe Zeit, wie es wohl gewesen wäre. Dann will ich das nicht. So. Aber das sollte es auch zu Dragon Age sein. Es ist Dragon Age 2 ist schon in der Mache. Ist für 2011 anberaumt. Und jetzt zwischendurch auch noch rausgekommen, eben das Add-on Dragon Age Origins Awakening. Was ist eigentlich für ein blöder Titel, ne? Dragon Age Origins Awakening. Also kommt da auch mal ein extra Add-on. Sleepover. Sleep Camp oder sowas. Sleep Camp. Ja, Fat Camp noch mit dazu. Es ist aber, soweit ich weiß, auch ein sehr, sehr umfangreiches Add-on. Es wird ja auch zum Vollpreis teilweise verkauft. Also du musst dann 30 oder 40 Euro dafür bezahlen. In Europa, was ich ein bisschen schade finde, da, als Sammler, ich habe die europäische Fassung, also die deutsche von Dragon Age, vom ersten. Für die PS3 gibt es das nur als Download-Content. Mhm. Auf der Xbox kannst du das als Disc kaufen und in den USA kannst du es für Xbox und PS3 als Disc kaufen. Das heißt... Kommt bestimmt noch. Weißt du, in 2 Monaten kriegst du es sowieso zusammen zum Sonderpreis. Na, stimmt. Die Game of the Year Edition würde wahrscheinlich irgendwo... speziell. Oder dann, wenn Dragon Age 2 rauskommt, dann kriegst du es auch nochmal zusammen mit noch mehr extra Content und 3 extra Schwertern, die du noch an die Wand hängen kannst. Wahrscheinlich, das wird es dann dementsprechend. Da sind sie ja gerade gut bei, ne? Ich meine, das hatten sie damals eben auch bei Neverwinter Nights und so, diese ganzen extra Content, den du runterladen konntest. Und jetzt, ich glaube, für Mass Effect und für Dragon Age gibt's recht viel. Also, es gibt das es gibt bei Mass Effect 2 kam doch auch sofort mit extra. Ja, das hat auch mit dem ersten Dragon Age angefangen, so richtig. Da merkst du eben, dass da EA am Marketing nochmal sozusagen dran gesetzt hat. Viele Spiele, die von EA kommen, haben schon diesen Day One Download Content. Leute, die wissen ja auch einfach, wie man Spiele echt besser macht. Muss man denen ja echt mal lassen. Vielen Dank, liebe Marketing-Leute. Vielen Dank. Macht ihr echt gut. Und das ist echt, wo man sieht, dass wenn du das Spiel aufmachst, dir gleich ein Download-Code dann entgegenschaut, wo du den kannst du einlösen. Bei Dragon Age ist es eben eine Blutrüstung, die du, glaube ich, dazu holst. Bei Mass Effect 2 kriegst du sogar einen zusätzlichen Charakter, der mit dabei ist. Was der Effekt, der dahinter steht, ist eben, dass der Wiederverkaufswert sinkt. Ja, klar. Ja? Verstehe. Du kaufst das Spiel, du löst diesen Code ein, kriegst dann diese Blutrüstung, aber die ist ja nicht übertragbar. Die ist dann auf dein Gamertag, auf dein Xbox Live-Konto oder sowas dann irgendwie dort markiert, dass du es machen kannst. Und wenn du das Spiel dann weiterverkaufst, dann hat der andere diese Rüstung nicht oder diesen Content, der da nicht ist. Und muss sich dann gegen Geld als Download dann dazu. Und wenn ich diese Rüstung will, die kostet dann 5 Euro extra oder irgendwie sowas. Bei Dragon Age eben damit angefangen, bei Mass Effect 2 noch viel härter gemacht, dass du dort echt deinen kompletten Nebencharakter, ja, du schaltest deinen Nebencharakter frei, da ist ein Code dabei, du loggst dich auf das Cerberus Network sozusagen ein, wo du dann, wenn du das Spiel startest, aktuelle News dann dort mit dazukommen und da hast du einen kompletten Charakter mit Bonusmissionen, mit Story Arc oder sowas. Finde ich schon ein bisschen assig. Es ist schon ziemlich assig, ja. Und es werden noch mehr Sachen freigeschaltet, inklusive, ja, das neue Mako-Gefährt, was du eben im Mass Effect 2 fährst, das ist auch nur über diesen Download dann dort erhältlich, zwar kostenlos, wenn du das einmal freigeschaltet, aber dass du diesen Zugang erhältst, das kostet eben auch nochmal 500, 600, 700 Punkte. Das ist echt. Wer hat das irgendwann letztes Mal gesagt, in Zukunft wird es keine Spiele mehr geben, sondern nur noch Services? Mhm. So kommt mir das fast vor, weil du kriegst echt, wenn du es kaufst, also nur so ein halbes, drei, vier Gerüst Skelett-Dingens, was du das gibt es ja bei vielen Spielen, das mit dem ganzen Download-Content, aber das finde ich schon echt hart, Charaktere extra dafür runterladen. Stell dir mal vor, du kannst dir noch ein extra Ende runterladen für ein neues Spiel. Das wird wahrscheinlich kommen, oder dass du überhaupt das Ende dann runterlädst. Stimmt, das hat irgendjemand auch letztes gesagt. Du kannst eigentlich Spiele, wenn du die verleihst, kannst du die nicht mehr vernünftig spielen, sondern du musst sie kaufen, damit du sie überhaupt vernünftig... Ja, das ist so eine Vorstufe. Also ich glaube, EA lässt die Leute nur schon mal warm werden, weil die wollen eher auf ein komplett digitales System umsteigen, wo du dann nichts mehr wieder verkaufen kannst. Ja. Ne, dass die schon mal dran gewöhnt werden. Spiele verkauft man nicht, Spiele behält man, dass sich die Leute, die dann Bock drauf haben, nach Möglichkeit ein neues Exemplar kaufen und nicht gebraucht verkaufen. Und es klappt ja auch. Also wer würde jetzt ein Mass Effect 2 ohne diesen Download-Code kaufen wollen, dann musst du das billiger verkaufen als Erstkäufer, ne? Ja. Und dann sagst du, lohnt sich das noch? Ach, dann behalte ich es lieber, bevor ich das
weiter verticke und schon ist die Gelegenheit da, dass sich der andere ein neues Exemplar dann kauft. Mhm. Ist clever eingefädelt, geschickt eingefädelt sozusagen, aber... Gut, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich kann es ja irgendwie verstehen, wenn sich die Spielindustrie da auch ein bisschen drüber ärgert, wenn solche Riesenketten wie das GameStop in Deutschland oder ja. Game in England, die da einfach einen riesen Markt draus machen und sagen, bringt uns nach 10 Tagen euer Spiel zurück und wir verkaufen es dann nochmal, aber ihr habt da nichts von. Mhm. Kann ich schon verstehen, dass man da was gegen tun muss, aber ach, ich weiß auch nicht. Ja, es ist irgendwie falsch, ja, es fühlt sich immer falsch aufgezogen, ja. wenn ich dann eben wirklich mein hart verdientes Geld dafür ausgebe und ich war am ersten Tag als Master. Ach, so hart ist es nicht verdient, also du hast doch hier eine Menge Spaß, ne Gregor? Ja, ne Gregor, hast doch Spaß. Gregor, verdammt. Au, mein Schienbein. Aber es heißt ja nicht, dass ich nicht hart arbeite. Ich muss ja auch viel... Weich arbeiten. Ich arbeite weich. Guck. Soft. Nein, aber ich stand am ersten Tag wirklich im Saturn und habe mir Mass Effect 2 neu gekauft, weil ich ja hier keins bekommen habe sozusagen. Aber ich habe mein Geld ausgegeben und ja, ich werde es auch nicht verkaufen, weil ich habe den Code jetzt eingelöst. Ich habe das Spiel durchgespielt und so weiter. Ich habe mir vorgedacht, kaufst es. Als Deutsch spielst du es ein bisschen an und kaufst du die Englische dann dazu, wenn es soweit ist, weil ich wollte es jetzt spielen, dass da gekommen ist, aber ja, hat sich nicht ergeben durch die Art, wie der das... Der Mann hat keinen Kühlschrank in seiner Küche, ne? Aber, er hat einen Kühlschrank. Oh, hat er jetzt? Ja, seit über einem Jahr. Ich habe auch einen Herd. Was hast du... Ja, gut. Ich habe einen Kühlschrank seit anderthalb Jahren und einen Herd seit einem halben Jahr. Aber Mass Effect einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch und 15 Mal Jade Empire. Fast. Kannst dir vielleicht einen Kühlschrank draus bauen. Aus Jade Empire. Hm. Ja, bei den ganzen Wertungen wird mir auch kalt von Jade Empire. Siehste? Wenn man die liest. Ja, wir über Mass Effect 1 hatten wir ja ganz groß geredet. Mass Effect 2, wir wollen ja auch eh die hier nicht viel spoilen, weil es dann nochmal dementsprechend. Wir können einfach kurz dazu sagen, es spielt wieder im Weltraum. Es spielt wieder im Weltraum. Du hast, glaube ich, eh schon, also der Game One-Beitrag, den ich auch dementsprechend auch nochmal dazu verlinken werde. Ich meine, beide Game One-Beiträge, die Simon dann dementsprechend gemacht hat, schön wild und durchgeknallt. Fassen es auch ganz gut zusammen und sind auch nicht gerade... Wir können, glaube ich, auch sagen, es hat wieder eine Handlung. Es hat wieder eine Handlung. Es führt direkt das fort, womit der erste Teil geendet ist, je nachdem, wie du dich für die speziellen Entscheidungen dort, ja, was du dort festgelegt hast. Es ist ein bisschen anders in Hinsicht Gameplay, weil dort bei Mass Effect 2 Sachen, über die sich dann die Leute beschwert haben, von wegen kompliziertes Equipment. Das Equipment einzusetzen bei Mass Effect 1 war ein bisschen schwierig durch die Menüs, die ein bisschen verschachtelt aufgebaut waren. Und die Bonusmissionen mit dem Landen und dem Mako waren nicht toll. Das wurde alles rigoros rausgeschnitten bei Teil 2. Du hast keine typische, ja, Erfahrungspunkte gibt's nur am Ende eines Levels sozusagen. Es ist nicht so, dass jede Aktion Erfahrungspunkte mitbringt. Und du hast auch nicht mehr wirklich einzelne Skilltrees, die du richtig auflevelst, sondern das ist alles sehr reduziert, sehr festgelegt. Warum ist das so? Ja, der Rollenspielaspekt wurde sehr, sehr weit runtergedreht. Das klingt jetzt fast eher wie... Nee, Adventure ist es auch nicht. Nee, es ist mehr Shooter jetzt als... Es ist echt mehr Shooter und Gerede, oder was? Shooter und Gerede. Also was dort... da du nicht mehr selber auf Planeten runtergehst, wo da keine Story extra ist. Du hast jetzt nicht nur die große... Du hast jetzt... Im ersten Teil war es ja eigentlich... Schickst du immer deinen ersten Offizier oder was? Nein, im ersten Teil war es ja nur die Citadel, die du dann hattest, diese ganz große, die du dann bereisen kannst, und dort hat ja der Großteil stattgefunden. Und wenn du hast doch auch diese anderen drei großen Planeten, Die drei großen Planeten, die waren aber Missionen an sich. Ja, was meinst du denn jetzt? Du hast jetzt die anderen Planeten, wo du mit dem Maker runtergehst. Du kannst nicht auf solchen Planeten mehr landen. Ah. Es gibt drei. Du willst nicht mehr, weil Shepard wahrscheinlich sagt: Ach du, das habe ich irgendwie vor ein paar Jahren schon gemacht, da war ich schon mal da. Nee, du machst das nicht, weil du das, was jetzt gemacht wurde, anstatt mit dem Mako runtergehen und die sich anzugucken, musst du diese Planeten scannen. Ja. Ja, du musst also in den Orbit fliegen von den Teilen und dann mit L und R dann jeden Planet so Punkt für Punkt absuchen und Rohstoffe sammeln, die dann investiert werden in neue Schiffschilder und irgendwelche Geschichten, wo du dann dein Schiff und deine Crew aufleveln kannst mit indem du Platin und Element Zero und wie die dann alle heißen, die Elemente, die du einsammelst, dafür ausgeben kannst. Anstatt dann auf dem Planeten zu landen, musst du eben teilweise 50, 60, 70 von diesem Planeten scannen nach Rohstoffen, was genauso nervig und genauso scheiße ist, wie das Landen und das Durchsuchen. Aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, eben so kleine Missionen dort zu machen, sondern du hast anstatt nur der Citadel, hast du 4, 5 Planeten mit Städten, mit so keine super Riesenstädte, sondern vielleicht 2, 3, 4, 5 Ebenen, auf denen du landen kannst. Und alle anderen Planeten, wo du landest, die sind quasi ein Shooter-Level. No? Okay. Ja, du hast deine Crew immer noch von 8, 9, 10 Leuten. No? Und du hast 2 Missionen pro Person sozusagen. Du hast die eine Rekrutierungsmission,
ob das auf einem bekannten Planeten oder irgendwo anders stattfindet, um diese Person zu rekrutieren. Du hast ja eine Loyalitätsmission. Das heißt, wenn ich den rekrutiert habe, kann ich den mitnehmen auf alle anderen Aufträge und irgendwann heißt es dann, ey Shepard, ich muss mal mit dir reden. Ne? Weißt du, damals noch, ja, als mir mein Schlüssel in den Gully gefallen ist, den vermisse ich und will ihn wieder suchen, sowas in der Art. Und dann hast du eine weitere Mission, landest auf einem anderen Planeten und hast einen weiteren Shooter-Level inklusive Story und so weiter. Ne? Und es ist schon sehr, sehr aufgetrennt vom Aufbau her, dass du eben diese kleinen in sich geschlossenen Shooter-Erlebnisse eben hast, wo du dann durch ein Level gehst und dann Sachen wegballerst, wo du auch, jetzt hast du Munition, die du aufsammeln kannst, es ist alles sehr Third-Person-Shooter-mäßig aufgebaut und das Shooter-System ist auch besser als im ersten Teil. Es fühlt sich griffiger, es fühlt sich genauer an, aber der Rollenspielaspekt an sich wurde eben runtergedreht. Du hast auch noch immer noch dann deine Fähigkeiten, wo du Punkte dafür ausgeben kannst, aber du kriegst keine richtigen Erfahrungspunkte mehr wirklich, sondern so Gruppenpunkte, die ausgegeben werden können. Du hast die eine Mission abgeschlossen, du hast 3 Gruppenpunkte, damit deine Force Power stärker wird, musst du 3 Gruppenpunkte ausgeben. Und das war mir so lasch, dass ich das den Computer habe alles machen lassen. Na, du kannst auswählen, der Computer soll von alleine hochleveln, ist mir scheißegal. Du hast kein Equipment mehr, was du den Leuten anlegst, gar nicht mehr. Na, du musst dich eigentlich nur noch auf, was es angeht, ja, du musst dich wirklich nur auf die Shooter-Parts konzentrieren. Das da sage ich jetzt mal ein ganz verwirrtes. Es ist schon, du musst dich dran gewöhnen. Es gab ja auch viel Kritik zu dem Punkt hingegen und ich war auch ein bisschen skeptisch, als ich es angefangen habe. Ich habe es auch verglichen eben mit Final Fantasy 13, was ja auch eine reduzierte Form des Rollenspiels an sich ist, was ja komplett den Erforschungsfaktor dann zurückdreht bei Final Fantasy 13, dass du wirklich nur eine klare Linie von Story und Kämpfen hast und sonst dann nicht viel machst. Mass Effect ist ein bisschen ähnlich aufgebaut, nur dass du selber entscheidest, welche Mission du wann wo angehst. Aber ich fand es nach einiger Zeit auch nicht so schlimm, dass dieser Rollenspielaspekt runtergedreht wurde. Es ist eben ein shootermäßigeres Erlebnis, was du dort hast. Und es ist immer noch echt gute Charakterentwicklung, echt guter Charakteraufbau, viele Sachen, die du machen kannst an Nebenmissionen, aber eben so die Grundlagen des Rollenspiels wurden quasi wegreduziert. Es hört sich vielleicht ein bisschen jetzt schlimmer an, als es ist. Schaust dir einfach mal an, wenn die Gelegenheit da ist. Ich war relativ schnell davon überzeugt, wie das Spiel funktioniert hat und ich finde es geil. Ich finde es auch geiler als den ersten Teil. Grafik ist unglaublich viel besser, die Musik ist wieder geil, die Charaktere gut aufgebaut, Dialoge super. Und ich würde auch sagen, für mich jetzt schon auch das Spiel des Jahres. Da müsste 2010? 2010, ja. Da müssen sich, also selbst wenn wir jetzt April haben, da müssen sich andere Spiele echt, echt anstrengen, um da ranzukommen, was die Qualität von dem Teil angeht. Ne? Trotzdem Alan Wake, trotzdem Final Fantasy 13, was auch immer, da, an Mass Effect 2 vorbeizukommen, wird echt, echt schwer. Ja, du bist ein bisschen entgeistert mit dem, was ich erzählt habe. Wieso hat mir das denn keiner erzählt? Ich habe mir extra keine Tests durchgelesen, weil ich das sowieso spielen wollte und die Spiele, die wir ja, ich dachte, das wäre im Beitrag durch rübergekommen, aber wurde ja nicht so sehr thematisiert bei uns, glaube ich. Nein. Wir haben Trant als Pflanze im Beitrag gehabt. Wir haben Trant als Pflanze, genau, das ist das Wichtige. Man muss auch auf die wichtigen Sachen sich beschränken in solchen Beiträgen. Ja, wir haben ja, glaube ich, auf GameOne.de, das muss ich dann auch noch dementsprechend verlinken, da spielen ja Ede und Simon dann dementsprechend eine Stunde Mass Effect und unterhalten sich dann drüber. Ich meine, man muss schon damit zurechtkommen, dass es anders ist. Ich habe es jetzt nicht vermisst nach einiger Zeit, dass ich diese leicht freien Rollenspielelemente nicht mehr dort drin habe und ich bin ja eh aus dem Rollenspielfach. Da fand ich es mal ein bisschen erfrischend, dass ich mich da nicht da so der drum kümmern muss. Na gut, wenn das okay ist, klingt jetzt alles für mich so ein bisschen casualisiert. Und das ja, es wirkt casualisiert. Also meinetwegen kann man gerne diese Bürokratensachen weglassen. Also auch wieder mein alter Kumpel Hannes, der bei Drakensachen 2 erstmal 5 Stunden damit irgendwie verbringt, richtig zu skillen und hast dann nicht und so weiter, muss ich jetzt auch nicht haben. Nee, du kannst, ja, also. Ja, ich bin ja sowieso Story-Fetischist. Wenn die Story gut ist, dann bin ich. Ey, es ist gar nicht, also, was nicht mehr vorhanden ist, du kannst nicht mehr leveln oder ja, sowas, gut, ne? Und das wird, und du vermisst es auch nicht, du spielst eben nur, und das ist das Gute dran. Aber das ist merkwürdig, ist schon merkwürdig, weil das war wirklich eines der Merkmale eines Rollenspiels, dass du dir eine Gruppe aufbaust und sagst, hier, den brauche ich jetzt dafür, den brauche ich dafür und deshalb level ich die dahin. Also sowas komplett raus. Du levelst sie in dem Endeffekt dann dorthin. Du willst ja auch immer noch dann die 2 Leute, die mit dir auf eine Mission gehen, als deine Supporting Characters. Und je mehr dazugekommen sind, ich habe die eigentlich immer nur dann so frei gewählt, worauf ich gerade Bock hatte. Also nicht immer dann, dass der gleiche mit dazukommt, sondern ja, so okay, ich nehme den einen Biotiker und ich nehme die andere Tech oder sowas. Ja, ich wusste auch schon immer bei Teil 1, wer gut zusammenpasst und ich fand auch immer gut, wenn du Leute hast, die gute Kommentare abgeben. Und ich habe die auch oft auch nach den Story Hintergründen dann gewählt. Na, wenn du dann sagst, okay, ich weiß, jetzt ist eine Mission, da sind die dem einen Charakter
Gegenstände, den ich dabei habe, nicht wirklich wohlgesonnen. Ich nehme den trotzdem mal mit. Ja, eben, da ist es noch viel lustiger. Ich habe immer Rex mitgenommen, weil der natürlich auch immer die lustigsten Sachen gesagt hat. Er hat immer Terz gemacht, ja. Ja, ja, super. Am Pöbeln. Und dann immer gerne mal irgendwie jemand anders. Ja, also ja, man wählt schon immer gerne mal nach geiler Story aus. Ja. Aber ey, schau's dir an, probier's aus, wenn du dann Gelegenheit hast. Ich habe jetzt noch mal ganz kurze Frage. Da gab's noch mal dieses Spiel. Von wem war denn das? Lionheart hieß das, glaube ich. Das war auch Lionheart so war für den Amiga ein 2D-Jump'n'Run. Nein, nicht Jump'n'Run. Das war auch so ein sehr BioWare-iges Rollenspiel. Lionheart. Das muss auch irgendwelchen Abtrünnigen gewesen sein. Nee, das war auch Black Isle. Das war das letzte Ding von Black Isle. So war das, glaube ich. Das war das letzte Ding von Black Isle. Und die konnten es nicht mehr, das konnte man nicht mehr vernünftig spielen. Das war leider vom System her total bekloppt. Das war auch geil, weil du hast ein Nachkommen von Richard Löwenherz gespielt und von einem Dämon besetzen und du konntest dir vorher den Dämon aussuchen. Ob das jetzt ein guter Geist war oder so ein Bösewicht. Da habe ich mir nämlich auch mal den Bösen ausgesucht, weil der die ganze Zeit gelästert und gemeckert hat. Entschuldigung, wieder ein kleiner Einschub. Ich müsste es mal nachrecherchieren. Mal sehen, wie das nachrecherchieren. Das kommt mir jetzt sehr unbekannt vor. Ich konnte es nach einer Weile nicht mehr weiterspielen, es wurde zu komisch. Aber Naja, Black Isle hat es ja eh weggefetzt. Genau. Na? So, und was kommt denn als nächstes eigentlich, Gregor? Ja, was als nächstes kommt, die planen natürlich, also Mass Effect 2, wie gesagt, die Woche jetzt ist nochmal ein Download-Content erschienen, ein zusätzlicher Charakter, den man sich gegen Geld runterladen kann. Ich glaube, irgendeine Tech-Brokerin, die Kazumi heißt und gut ballern kann. Ich weiß Kazumi? Nicht. Kazumi? Ich bin's, Kazumi. Ich bin's auch, Kazumi. Ja, weißt du, ich kann ja nicht gleichzeitig hübsch und geschickt zugleich sein. Ich kann nur Tech ein bisschen machen. Ach, Trant, was hast du uns angetan? Trant. Also, tschüss, es kommt, Susanne. Tschüss. Es kommt der Download-Content eben jetzt die Woche nochmal dazu für Mass Effect und wir haben es vorhin kurz angerissen. BioWare baut jetzt ja hauptsächlich Fortsetzungen zusammen, also Mass Effect 3 ist in Entwicklung für 2012 anberaumt, Dragon Age 2 für 2011 und ich glaube, das ganz große, was jetzt zuerst kommen soll, auch Anfang 2011, ist Star Wars The Old Republic, der ich erinnere mich da sehr an den E3-Auftritt von den Doktoren, ne, falls du den mal gesehen hast, dass du dann ja, es war quasi so ein Meer an Star Wars Cosplayern aufgebaut, die dann, ja, der eine als Darth Maul und Leute mit Lichtschwertern, ja, und da kommen ja die zwei Doktoren, da der Rey und der Greg, kommen dort an in ihren Kutten, ja, in ihren Obi-Wan Kenobi-Kutten und gehen dann durch wie bei so einer Hochzeitsprozession, ne, unter den Jedi-Schwertern, gehen auf die Bühne und ziehen sich die Kapuzen erstmal darunter und sagen, wir kündigen an, also Star Wars The Old Republic, das große MMORPG im Star Wars-Universum. Darauf hat die Welt gewartet, das wird das beste MMORPG, jeder Dialog ist vertont, das wird das größte und beste und geilste. Und das ist es, wo BioWare gerade dran sitzt. Ja, sehr interessant. Und interessant ist es, nicht mein Bier, aber interessant. Meins auch nicht, aber vielleicht doch, weil, also sie legen ja auch da, das soll ja praktisch ein BioWare-MMORPG sein und demnach angeblich sehr, sehr viel Wert auf Story legen. Ich hoffe es. Jetzt mal, ich nichts gegen WoW und so weiter, auch nicht mein Ding. Gibt's ja auch, in der letzten Zeit legen sie ja auch sehr viel mehr Wert auf Story, aber das war ja eigentlich nie der Fall, sondern schlachte 10 Wildschweine und hol dir 18 Schmetterlinge. Und hier ist es ja wohl so, ne, das ist eben ihr Ding, das ist ihr Unique Selling Point, weswegen sie auch Leute dahin holen wollen, einmal wegen der Star Wars Lizenz und einmal, weil es eben anders sein wird, weil es ein storygetriebenes Rollenspiel ist, MMORPG ist. Mhm. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es einfach, also ein bisschen wie Teil 3 sein wird, nur dass da noch andere Leute rumrennen. Ja, dass die einzelnen, was du bei Mass Effect 2 mal sind ja auch fast schon Instanzen, wo du die einzelnen Level dir anwählst und ich mache jetzt den Side Story von dem Charakter und dies und jenes und alles. Vielleicht ist es wirklich dann auch so eingebunden, je nachdem wie du das anstellst, dass es so, ja, dass die, es sind dann eben Instanzen, wo dann andere Leute auch mit dabei sind, aber es sind dann fest verzahnte Story-Sachen. Ja. Und das vielleicht kannst du auch so dieses typische Quicktime-Zeug, was dazu kommt, dann ist es von mehreren Leuten abhängig und nicht nur von dir, wie alle dann an einem Strang ziehen. Ja, so ist, also ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Star Wars hat ja eh auch schon sehr lange mal ein vernünftiges MMORPG dran gehabt, weil das erste hat Sony ja sowas von komplett in den Sand gesetzt mit Star Wars Galaxies, ja, was so quasi als die Gelddruckmaschine galt damals, ey, Star Wars und MMORPG, das wird ja der Hammer. Und dann hat das Spiel angefangen und jeder wollte ein Jedi sein. Und damit du ein Jedi bist, musstest du, glaube ich, so viel Zeit und Arbeit investieren, dass es nur Leute machen konnten, die wirklich weder schlafen noch essen zwischendurch. Wie so du?
ich schlafe und ich esse zwischendurch. Ah. Und ich mag keine MMORPGs. Ah, okay, sonst wärst du bestimmt der Obermeister, ja. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Und dann kurz, als die ersten Jedi waren, haben sie die Server gecancelt, habe ich mir zuletzt dann gelesen. haben sie dann irgendwas da so abgebaut. Auf jeden Fall ein großer, riesen Bullshit-Flop, ähnlich wie das Matrix-MMORPG zum Beispiel, ne? Ja. Da könnte ich mir vorstellen, dass The Old Republic auf einem ähnlichen Niveau läuft. Was die gemacht haben bei dem Matrix-Ding war, abgesehen von dem Gameplay, dass sie dort die Geschichte des Matrix-Universums nach dem Film weitergeführt haben. Ja. Na, und es gab dort auch Ereignisse, das war ja auch, ich glaube, teilweise sogar in der Presse gelandet. Hey, Morpheus ist jetzt gestorben. Ne? Dass dort das ein Event war, wo die Story weitergeführt wurde. Ja. Und es kann ja durchaus sein, das ist das Universum, was mit der Alten Republik sich BioWare zurechtgelegt hat. Die könnten vielleicht große Entscheidungen, große Storypunkte, die dort als stimmt. Ja. Da habe ich letztens auch gelesen, dass da irgendwie ein Design-Fakt ist, ein Design-Gedöns. Don't blow up stuff we're gonna use later. Also, ja, das war genau die Anleitung, was die bekommen haben. Genau, nicht alles kaputt hauen. Genau. Bitte nicht Tatooine jetzt in die Luft jagen oder irgendwie so ein Gedöns machen. Ja, sonst kommt dann wieder so ein komisches Zeug wie bei den US-Comics bei raus, wo dann alle durch Zeitlöcher und Paralleldimensionen und Good Earth und Bad Earth und solche Geschichten, wo du dir dann alles zurechtbiegen musst, damit es wieder funktioniert. Verstehe ich es nicht. In den USA? Na, die US-Comics Geschichte meine ich. USA? Ach so, du meinst die DC-Comics? Die DC-Comics, da war doch gerade was zu Ende gegangen. Ja, ist Batman immer noch tot? Oh, nein, Batman war sowieso nicht tot. Er war nicht tot? Nein, das war nur ein Klon. Klar. Nein, das wusste man aber die ganze Zeit, weil man im letzten Bild, ich will es nicht spoilen. Ja, okay. Das ist gerade zu Ende gegangen, glaube ich. Es könnte ja sein, mal sehen, wie BioWare jetzt was umgeht. Was ist gerade zu Ende gegangen? Ja, dieses große Ereignis. Oder ja, in Deutschland irgendwas. Infinite Crisis oder Final Crisis meinst du? Ja. Ja, ich kenne mich nicht aus damit. Ich merke also schon, du hast überhaupt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ja, ich bin auch kein Nerd, deswegen ist das gemein. Auf jeden Fall, ja, BioWare kümmert sich erstmal darum und ich bin gespannt, wenn die mal sich aus ihrem Trilogiewandern dann vorbei sind, wenn dann Dragon Age 3, denke ich mal, irgendwann 2015 rausgekommen ist. Sonic Dark Brotherhood 2. Dark Brotherhood 2 und 3, ja, Trilogien, ja, natürlich. Ist ja klar. Ja, am Ende muss ja Sonic auch immer noch mutieren zu irgendwas. Ja, genau, was hatten wir schon? Ja, es kommt wahrscheinlich Elvis. Als Elvis, ja, fände ich sehr gut. Was sich BioWare nochmal dann neues selber ausdenken, weil alles, was sie ja angefasst haben, das hat man ja, wenn man sich den Cast bis hierhin angehört hat, dementsprechend mitgekommen, die haben immer ein ganz glückliches Händchen gehabt, ob es dann eben ein etablierter Franchise ist oder ob sie selber was aufgebaut haben. Lass die mal ihr Zeug jetzt machen und ich bin sehr gespannt, was danach eben kommen wird. Also genau, was kommt denn wohl danach? Also ganz kurz auch nochmal, ich habe es gerade irgendwie vor kurzem Alpha Protocol ja nochmal gesehen. Mhm. Obsidian, ne? Obsidian, genau. Ja. Wie gesagt, Obsidian, der BioWare, der kleine BioWare Bruder, würde ich fast sagen. Der kleine BioWare. Der kleine. Der sieht ja ein bisschen aus, also wenn es gut wird, sieht es ein bisschen aus wie Mass Effect als Spionage-Gedöns. Ja, genau, das war das, was ich mit dem Entwickler auch schon, ich glaube 2008 auf der Games Convention oder so, ja, wo ich es gespielt habe damals noch, das ist wie Mass Effect als Dings da. Ja, genau. Und das wird ganz toll und warte heute noch drauf. Ja, bin auch sehr gespannt. Könnte geil werden, könnte ja ziemlich geil werden. Aber weißt du, du, lieber Gregor, hast selber gesagt, als sie dann mal so Jade Empire probiert haben, ja, fand ich doof. Ja, so. Ey, aber ich finde hier Jack Bauer Agentenscheiße wesentlich interessanter als hier Feng Shui und wie das alles heißt. Feng Shui Scheiß. Feng Shui. Ja. Feng Scheiß. Ja, Fui Feng Shui. Aber vielleicht auch da denke ich wieder. Also häufig bei ist natürlich eine unheimlich großartige Arbeit, die Jungs da leisten, aber es sind häufig auch so logische Sachen, finde ich. Also wenn ich jetzt mal ganz dreist wäre, würde ich sagen, Mass Effect ist jetzt ja nicht rein wie es ist ja keine Superhöllen mega Wahnsinnsinnovation, sondern es ist einfach alle das, was es ist, einfach extremst gut. So, ist einfach wie ich gut, da sitzen einfach wirklich gute Autoren dran. Das könnte jetzt auch eine deutsche Firma schaffen, die sich irgendwie eine Middleware holt, oder das hat ja vielleicht auch The Witcher jetzt für irgendwelche Leute, die jetzt nicht ich oder normale Menschen sind, geschafft, dass einfach sich jemand diese Engine geschnappt hat und dann in diesem Fall keine gute Geschichte, aber ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber weißt du, was ich meine? Das muss man doch hinkriegen, dass man sagt, wir bauen eine geile Geschichte, wir haben ein paar gute, talentierte Autoren, die wissen, wie man Charaktere und Story schreibt und machen das mal. Wieso kann das nur BioWare? Ja. Weil es da so kalt ist. Ich weiß, ja, wahrscheinlich, die können eh nicht raus zum Saufen oder irgendwie sowas, die müssen immer drin bleiben, schön eingemummelt und dann denken sie sich komische Geschichten aus.
ist, glaube ich, wenige außer BioWare haben wahrscheinlich den Luxus, dass sie sich Story vorne dran packen, als Wichtigstes in der Entwicklung dann ranstellen können. Ja, weiß ich nicht. Ja. Also ich bin ja immer der Ansicht, also wenn ich jetzt eine Spieleentwicklungsfirma wäre, dann würde ich erstmal klein anfangen mit so einem kleinen Team und erstmal irgendwie 3-4 Jahre die Story ausarbeiten. Und wenn ich weiß, wie die geht, dann gucke ich, wie ich weitermache. Persönlich, würde ich jetzt sagen. Aber ich frage mich, ob die vielleicht irgendwelche speziellen kreativen Prozesse dabei sich haben, wie sowas abläuft. Das ist das, was mich interessiert. Das kann gesagt, sie durchaus nehmen ja auch nicht jeden. Nee, die nehmen nicht hin. Du hättest echt Insight haben können, ja? Ja. Du hättest dann wissen können, wie das dort funktioniert. Vielleicht opfern die auch jeden Tag einen Praktikanten, einem Gott oder wer weiß. Stimmt. Ne? Baal. Oh ja, ja. Ja, oder dem großen kanadischen. Der Thron des Baal. Ah nee, das ist Blizzard. Das ist nicht Baal. Vielleicht opfern die denen ja auch. Man weiß es alles man auch nicht, man weiß es nicht. Aber ich glaube, da wir eh nicht viel mehr wissen, ist es auch ein guter Punkt, um das jetzt hier zu beenden. Ist es? Ich wollte noch ein Liedchen singen. Singe mir doch bitte ein Liedchen. Hey there, Cthulhu, down there in your sunken city. Weiter weiß ich nicht. Weiter weißt du nicht? Nee, habe ich von ganz groß. Hast YouTube. Du gerade erfunden? Nee, auf YouTube ist das. Also auf YouTube. Hey there, Cthulhu, down there. Ja, das ein Cthulhu hier, BioWare-Rollenspiel. Ja, ein Cthulhu-BioWare-Rollenspiel. Das finde ich geil. Mit als große Tentakel-Kopfpackung oder sowas. Ja. Oder das Kratos-Rollenspiel. Das wahrscheinlich eh immer Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Ist da überhaupt noch was übrig, was Kratos töten könnte? Ja, ich würde einfach das Retelling nochmal machen. Von Anfang bis Ende. Ach, du meinst Reimagining? Ja, das Reimagining. Kratos ist jetzt eine Frau und... Ja, nee, Kratos nochmal so mit so ein paar... Twists und so, und mehr Dialoge. Du kannst einmal anklingen, ob du brüllst oder grölst oder schlachtest. Oh ja, also mit dem. Und vor allem die ganzen Kämpfe dann nicht in Echtzeit, sondern rundenbasiert. Finde ich ganz großartig. Und er hat eine Party und er redet mit seinen Schwertern oder irgendwie sowas. Finde ich groß. Ja, mit seinen imaginären. Ja, die sind alles imaginäre Freunde, die du einfach nicht siehst. Ja? Und dann blendet es um und die Antworten sind einfach nur Luft. Ja? Ja. Ja, der hört ja Stimmen in seinem Kopf, der liebe Kratos. Ja, gut, tun wir alle, oder nicht? Ja. Ja, das stimmt. Nein, du nicht. Ah, gut, dann. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, lieber Gregor. Ich gehe jetzt mal wieder in meinen Keller. Ja, gern geschehen. Das Licht schmerzt auch in meinen Augen. Ja, du hast auch langsam ein bisschen Farbe ins Gesicht bekommen. Von dieser sogenannten Sonne. Dieser feurige Ball dort am Himmel. Ja, ich glaube, die Sonne spiegelt aber auch nur vom Gebäude gegenüber, die dann hier reinfällt. Es sind auch gar keine Zahnärzte mehr drüben, die zugucken. Stimmt. Und es war heute auch kein Eismann da. Sehr, sehr merkwürdig. Ja. Es ist doch langsam auch wieder das Wetter dafür. Ich bedanke mich bei dir, werter Uke. Danke. Weil ich glaube, mir hätte bei dem Thema auch niemand anders aushelfen können. Und wollen. Und wollen. Und vor allem die Zeit dazu haben. Weil im Keller ticken die Uhren anders. Wieso ist denn das jetzt schon so spät? Ich weiß es nicht. Es zieht einfach mit sich. Hören sich die Leute das auch wie ich an so lange, Gregor? Ja, natürlich, sicher. Ja. Ne, ihr habt doch alle mitgehört bis hierhin, oder nicht? Seid ihr alle da, liebe Kinder? Ja. Und da kann man jetzt am Schluss so irgendwie noch so komische Sachen sagen, weil die eh keiner mitkriegt und das so lange. Na, wir können es ausprobieren, aber wenn du danach verhaftet wirst, dann kann ich für nichts garantieren. Dann lassen wir das lieber. Nee, gut. Also ich bedanke mich, lieber Uke, bei dir. Ich bin der Gregor und du bist der Uke. Ich bin der Uke. Ja. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Wenn du über die Stränge schlägst, dann passe ich darauf auf natürlich und werde es dann rausschneiden. Aber ficken, ficken lasse ich drin. Ach so. Oh. Ja. Also das hängt davon ab, wenn du nicht zu sehr aggressiv herüberkommst, dann würde ich das drin lassen. Okay. Ja. Also Hose von mir aus darfst du aufmachen, aber sprich nicht drüber. Ja. Das fängt sehr gut an. Gut. Mhm. Das ist wie damals bei Game One im Hotel Show. Es hat einfach keinen Zweck, wenn wir da sitzen. Es hat keinen Zweck und keinen Sinn. Nee. Gut.